Hallihallo und guten Tag. Die Ja. GPCC ist wieder da. Die GBCC, ja, stimmt. Wir sind hier bei der GBCC. Jetzt wäre ich doch beinahe geistig woanders gewesen. Nein, ja, Harald. Ja, das bin ich. Ich begrüße Enrico, dich bist du? Und auch unser Zuschauer. Genau, hier unten ist es auch nochmal eingeblendet. Da stehen beide Namen. Harald, was erwartet uns denn heute? Leitplankenchaos. Ja, ein bisschen bestimmt. Ist ja alles nicht so geräumig hier. Also Auslaufzonen, Kiesbetten und andere Geschmeidigkeiten versucht man hier immer noch in die Stadt zu kriegen, ist aber viel zu eng. Also heißt es haargenau fahren, besser ein bisschen früher bremsen, ein bisschen lieber zum Fahrzeug sein, dann klappt das vielleicht ein bisschen besser. Was heißt denn eigentlich hier? Ich meine, ein geschultes Rennfahrerauge weiß, wo wir sind. Ich denke mal, du kannst da jetzt auch Näheres zu dieser Grafik erzählen, die da jetzt eingeblendet wird. Ja, palim, palim. Wir sind in Monte Carlo, Stadtstaat. Da steht übrigens ein Auto auf der Strecke, aber das ist gar nicht auf der Strecke. Wir sind ja, in diesem schönen Fürstentum, wo auch seit 1929 Rennen gefahren werden, auch fast immer auf identisch diesem Kurs, den wir heute fahren, mit zwei, drei kleinen Änderungen. Ja, für die Formel 1 schon längst zu gefährlich geworden, trotzdem geht der Trend anscheinend da auch zu immer mehr Stadtkursen und wir trauen uns jetzt auch wieder mit dem Porsche Cup. Ja, wobei Monaco ist ja eigentlich in den letzten GBCC-Saisons immer, glaube ich, dabei gewesen. Und als Saison-Highlight noch ein Stadtkurs dann mit Macau. Ja, also ist für den Porsche Cup, der ja auch, der Porsche Super Cup ja auch immer mit der Formel 1 mitreist, natürlich auch immer die feste Station. Ja, ich würde sagen, wir haben schon genug zu kämpfen gehabt hier mit den örtlichen Behörden, um uns hier in die Boxengasse einreisen zu lassen. Hier sprechen alle Französisch, wir natürlich nicht. Das hat es etwas spannender gemacht. Ja, Französisch. Also du kannst das nicht. Na gut, mit der Sprache, das ist bei mir auch ja, nicht so. Ja, genau. Und für alle, die gerne mal hier hin möchten, also wenn man hier wohnen möchte, hier kann man nichts mieten, für das Land muss man Eintritt bezahlen. Man sagt, hallo, ich bin der, ich verdiene das, ich bezahle x, x Millionen Euro und dann darf man hier wohnen. Ist eigentlich ein ganz tolles System. Das heißt, der Prozentanteil des Prekariats in Monaco müsste sich relativ schmal halten. Jo, ja, unten an Zahl, siehst du die? Ich kann sie gerade nicht identifizieren. Ich würde 18 tippen, aber mein geschultes Auge ist auch manchmal auf dem Monokel angewiesen. Ah, warte mal, ich kann, also du hast recht mit 18, ich kann auch die Streckenlänge vorlesen, das sind nämlich 3340 Meter. Schnellste Rennrunde, 1 Minute 14.439 von Michael Schumacher, 2004 in seinem Überjahr gefahren sozusagen, also in dem Jahr, wo er alles im Grund und Boden gesegelt hat, wo dann der große Absturz 2005 losging, wo dann bei Ferrari eigentlich gar nichts mehr geklappt hat. Ja, fast wie an den Anfangszeiten, 96. Genau, so und wir gucken einfach mal jetzt, würde ich sagen, wie es denn aktuell in der GBCC aussieht. Und da hätte man nämlich hier die Fahrerwertung. Harald, du hast dich damit ein bisschen befasst. Ja, Moment, das habe ich natürlich gerade bei mir zugemacht, weil ich da mitlesen wollte, aber ich kann es leider auch nicht lesen. Moment. Ja, macht nichts. Auf jeden Fall ist einem was zu sagen. Alles, was jetzt der Harald gleich wiedergibt, widerspiegelt die Gesamtfahrerwertung oder die Fahrerwertung, den Stand inklusive des Streichresultats. Also für alle, die dann sich verwundern, warum da Verschiebungen zustande kommen. Ja. Die Rennleitung war heute so frei, uns einfach mal das inklusive der Streicher zu geben. Jawohl, und zwar, mein Monokel ist wieder betriebsbereit, ich kann lesen. Wer hätte es gedacht, nichts Neues, auch beim letzten Lauf schon auf 1 gewesen, Sacha Lestrange mit 104 Punkten. Beachtliche Leistung bisher. Nur minimal minder beachtlich. Die Leistung von André König, der auch mit nur 3 Punkten Rückstand, 101 genau, auf der 2 liegt. Dann geht es knapp weiter. Moritz Kranz ist vorher auf 1 gewesen, ist von 1 auf 3 zurückgefallen in der Fahrerwertung, ist mit 99 Punkten der letzte Podiumskandidat. Dann auf P4 Sebastian Schmitz
Ja, da ist der Abstand schon etwas größer. 11 Punkte zum dritten Platz. 3 Punkte dahinter der untertreibende Mensch Michael Bräutigam. Und Alexander Riedel mit 77 Punkten. Da wird es langsam dann, da haben wir wieder einen kleinen Durchbruch, Abbruch. 9 Punkte Platz. Punktgleich Felix Kranz, 77 Punkte. Göstädtler, der in Brünn auftrumpfende, kann man sagen, mit 75 Punkten. Elmar Erlekotte 74 Punkte auf der 9. Und Patrick Muller beendet die Top 10 mit 70 Punkten. Genau, so, und da sind wir nämlich dann auch schon bei der Fahrerwertung. Also, ja, Fahrerwertung, ja. Schon gut los, ich glaube, ich muss erstmal einen trinken, Prost. Nein, also, wir sind jetzt bei der Teamwertung. Souverän momentan in Führung liegend das NF Racing Team mit 41 Punkten Vorsprung. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, kann sich sehen lassen. Ja, danach haben wir das unaussprechliche BRM Team mit 211 Punkten. Dann kommt schon Chor Farnbacher Asset Racing 1. Das ist die Kombination Schmitz-Schmitz mit 208 Punkten, also 44 Punkte Rückstand. Fastlane Racing 1. Das müsste das Team rund um Göstädtler sein, rein Ja, theoretisch. genau. Und man weiß ja, Gö war beim ersten Wochenende nicht dabei, aber Fastlane Racing 1 war letztes Jahr noch das Meisterschaftsteam oder das Team, was die Teamwertung gewonnen hat. Ja, 83 Punkte zurück. Da müssten wir jetzt in den nächsten Läufen erkennbar sein, dass die einen Aufholversuch starten. Ja, ich denke mal, den werden sie auch machen. Inwieweit da die Konkurrenz was dagegen hat, das wird sich heute schon widerspiegeln. Dann haben wir AR Motorsport 133 Punkte mit 119 Rückstand. Das ist dann schon, ja, ordentliche Das ist Nummer. schon ja, ein gutes Stück. Böde und Riedel wären hier die Kandidaten am Steuer. Richtig. So, das sind die, die ja meistens, glaube ich, immer in diesen Manteillackierungen umherkrusen. Genau, die Wochenspiegelpiloten. Dann haben wir das Senior-Team von BRM. Hat 16 Punkte, 136 Rückstand. Gefolgt von Chor Farmbacher Asset Racing 2 mit 115, 137 Rückstand, also ein Punkt Differenz. Auf Platz 8 HPM Race for Friends, 108 Punkte mit 144 Rückstand auf das Führungsduo von NF Racing. Dann Fastlane Racing 3, also ich sage mal, zwei Teams von Fastlane in den Top 10, ähnlich wie Core, das ist schon echt. Und last but not least die Top 10 Bycrave Motorsport 1 mit 59 Punkten und 193 Rückstand. Das ist erstmal die Wertung, also wie gesagt, die Fahrerwertung inklusive Streicher. Streicher gibt es ja in der Teamwertung nicht. Teamwertung tun ja die Ersatzfahrer mit Punkte sammeln. Ich glaube, die Ersatzfahrer können in der Fahrerwertung gar keine Punkte sammeln. Ich will gerade mal gucken, beim letzten Mal doch, die können auch Punkte sammeln, weil der Markus Jarak, der ja zuletzt den Uli Landgraf in Brünn vertreten Aber hat. der ist 28. mit 17 Punkten. Wer hätte es Richtig. gedacht? Ohne Streicher, wohlgemerkt. Richtig, richtig. Ja, wo liegt er denn mit Streicher? Jetzt will ich gerade mal gucken, der Markus. Auch So, auf 28 mit auch auf 17 Punkten. 28, weiß Gott. Ja, ich glaube, bei ihm ist ja auch nichts großartig zu streichen bis jetzt. Gut, ja, also das wären die zwei Wertungen. Würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal eine Runde auf die Strecke und lassen mal den Leitplankenkanal uns vor Augen führen und gucken einfach mal eine Runde mit jemandem mit. Das Auto, was Ja. da hier übrigens quer auf der Piste gerade steht, nicht verwundern, das ist einfach nur ein Anzeigefehler, der ein bisschen zustande kommt. Ja, wie soll ich sagen? Das Auto ist zu weit rückwärts in die Box gefahren. Richtig. So, jetzt Wir da. haben einen Also. Neuzugang, einen Nachrücker könnten wir noch erwähnen. Ja, Einen erzähl. Nachrücker von der Warteliste. Und zwar Dennis Rapkevic. Der vertritt den Kevin Ortega, ne? Wenn ich mal da. Jawohl, und Markus Jirak müsste auch nach wie vor den Uli Landgraf vertreten. Richtig. Also Kevin Ortega hat sich aus der Serie zurückgezogen, persönliche Gründe. Jeder, der dann Näheres wissen will, kann ja mal im Forum vorbeigucken.
ist auf jeden Fall bis jetzt unzufrieden gewesen, deswegen hat er da einfach den Stecker gezogen und hat Platz für den topmotivierten Dennis Rabkiewicz gemacht. Und wir gucken einfach hier mal dem Kollegen zu, jetzt weiß ich gar nicht, wer das gerade ist, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ach, der Peter Neundorf. Ja, also ja, Peter, jetzt sind wir hier im lauten Teil der Strecke, in dem Tunnel. Richtig. Anbremsen, Hafenschikane, wird etwas ätzend. Ja. Ja, sehr langsame Stelle. Ja, der Porsche ist ja ähnlich wie ein Lavet auf der Hinterachse. Und Hafenschikane anbremsen, da weiß man ja, die hier schon mal in Monaco gefahren sind, das geht leicht über eine Kuppe drüber. Und da hebt das Heck dann erst richtig aus, vor allem wenn die Autos dann leer sind. Und jawohl, jetzt hier diesen hinteren Hafenteil, da hat es auch regelmäßig bei sämtlichen Serien, die hier fuhren, geknallt. Jetzt sind wir in der auch ebenfalls sehr langsamen Stelle Raskas. Hier die letzte Passage und jetzt geht es wieder rauf auf Startziel. Da steht schon wieder einer falsch rum. Das müsste der. Ja, das ist das Auto, was der Tobias Robin gewesen sein. Mal gucken, ob der überhaupt fährt, gerade aktuell. Tobias Robin, ja, okay. Also, der. Ich war das auf jeden Fall nicht, der außerhalb geparkt hat. Und, was gab es noch zu sagen? Ach ja, und ich habe vorhin schon bei den Testfahrten ein bisschen reingeschaut, da gab es doch schon ordentlich Kleinholz. Einfacher hat sich auch ein bisschen darüber beschwert, dass wohl irgendwo an irgendeiner Leitplanke die Ecke ein bisschen rausgucken soll und hat sich da mehrfach den Spiegel abgefahren. Heißt, irgendein Auto kann sein, dass heute im zweiten Rennen dann ohne Spiegel unterwegs ist, weil sie keine Ersatzspiegel haben. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass an der Stelle die Leitplanke unfreundlich weit Richtung Fahrbahn ragt, dann fährt man da einfach ein bisschen weiter weg und dann klappt es ja wieder. Ja, oder man stellt das Auto auf spiegelfreien Betrieb um. Man fährt freiwillig gegen die Leitplanke, aber jeder, der weiß, wie kompliziert dieser Porsche zu bewegen ist, weiß auch, dass das alles hier so ein bisschen ja, Lotto ist. Das Auto immer richtig zu positionieren. Manchmal tut ja der Porsche einfach mal sagen, nee, ich fahre mal 10 cm weiter rechts und schon ist das Brüchen geschüttet. So, ja, was das angeht, müsste der Porsche eigentlich genau wie Viper ein weibliches Auto sein oder Corvette, weil er dann hier und da doch wie hier zickig ist, ja. Ja, hat man jetzt schön beim Peter gesehen. Wir haben jetzt noch eine Minute Rest und wieder ein Spiegel. Nee, der ist noch dran. Wir haben jetzt noch eine Minute Restzeit, dann geht's ins Quali. Und was haben wir denn für Top-Geschwindigkeiten? 200 km/h ist schon ziemlich fett am Ende von Startziel. Also das ist schon, jeder der schon mal bei 200 km/h auf der Autobahn gefahren ist, die ja Fahrbahnbreite von 6 Meter hat. Da war er etwas sehr zu schnell, hat sofort die Reifen oder die Aufhängung rum. Jetzt steht er da vor dem Casino etwas seltsam unmotiviert im Weg. Ja, wir gucken uns das einfach mal an. Jawohl, jetzt haben wir hier die angesprochenen 200 auf der Uhr, kurz vor dem Knick hier, jetzt in die Eisen. Schön runterknallen die Gänge. Ja, also mit 200 durch so einen Leitplankenkanal durchzufahren, das ist so nicht von ohne. Ja. Und jetzt passiert der Fehler. Ja, jetzt kurz passiert. Innen angefahren, das Auto ausgehoben, keine Verzögerung mehr und schon war's das. Ja, das war auf jeden Fall jetzt der Peter Neundorf, der schon mal Rotflügelsalat gemacht hat. Hier haben wir den Moritz Kranz, der die letzten Sekunden sozusagen von der abgelaufenen Uhr, ja, letzten Sekunden der abgelaufenen Uhr, Harald, das ist ja auch schon wieder ein Insider, nutzt, noch einmal sich aufs Quali einzuschießen. Und man merkt, wie die Autos doch ziemlich arbeiten. Ja, bewegt sich alles. Also ich würde sagen, das ist, könnte mit Macau das Rennen sein, wo wir die wenigsten Ankommer haben. Uiuiuiui, jetzt nicht erschrecken. Es ist jetzt nicht im ET nach Haustelefoniermodus, sondern die Session wechselt. Wahrscheinlich. Ja, die Session hat gewechselt. Und ich wollte jetzt noch irgendwas gucken. Ist gar nicht mehr was. Ah ja, okay. Also, läuft alles. Dann werden wir jetzt einmal gucken, was da aktuell geht. So, hier vorne stehen sie. Boxenausgang ist schon voll. Alle warten auf die grüne Ampel. Grüne Ampel in 10 Sekunden. 3, 2, 1, grün.
Und da fahren wir. Ja, also das ist jetzt der andere König, der heute beim Testen schon ordentlich die Leitplanken ausgetestet hat, wo man mit Bohrbanden fahren kann und so nicht. Ja, wenn er aber die Bandenfreiheit hingekriegt hat, waren auch sehr, sehr schnelle Zeiten dabei. Ja, auf jeden Fall, André ist heute einer der Siegkandidaten, wie zuletzt auch. Hat er nur ein bisschen geschwächelt in Fuji, glaube ich, war das, wo er ein bisschen geschwächelt hat. Ja, aber man muss aufpassen, es ist ja nicht nur das, man muss ja 18 Runden möglichst kontaktfrei und dazu noch schnell hier um den Kurs kommen. Und ich denke mal, so ab Runde 9, 10, 11 werden vielleicht sogar noch Überrundungen dazukommen. Und da muss man ja, wenn man persönlich im Fight ist und Überrunden im Fight sind, dann wird es ja nochmal enger. Dann hat man ja, das ist ja, irgendein Formel-1-Fahrer hat mal gesagt, die Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer. Wenn man dann noch versucht zu überrunden, hat man schon Hubschrauber fliegen im Kühlschrank. Ja, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall, hier sieht man, durch die Jungs gerade die Reihe aufwärmen. Und gleich auf die erste gezeitete Runde gehen werden. Für all die, oder für all denjenigen, denen es jetzt schon schlecht ist, wir schalten demnächst wieder um. Also, spannt euch. Nur, dass man mal ein Gefühl für die Geschwindigkeit kriegt. Ich meine, rückwärts zufahren ist auch nicht immer einfach. Raskas, erste rechts und rechts raus. Rechts ganz fiese Stelle hier, man lenkt blind ein, aus noch ein hoher Curb, den man am besten nicht benutzt. Vor allen Dingen soll man hier richtig Speed mit auf die Gerade nehmen und das hat der andere jetzt nicht unbedingt perfekt. Oh, und ja, schon gegen die Wand. Schön angeschlagen. Ja, beide sind aber noch dran, so wie es aussieht. Ja, ein Grundkurs in Kaltverformung bravourös gemeistert. Ja, ja. Die Runde ist schon im Eimer, so wie das aussieht. Ja, es kommt dann noch jemand, der eben erst aus der Box gefahren ist, der fährt ihm jetzt schön. Na gut, er fährt nicht schön, er macht Platz. Immerhin, aber ist viel zu spitz auch hier in die Ecke reingegangen. Und jetzt geht's zur Löw-Score. Ja. Eine Kurve mit einem großen Namen, aber eine Kurve, die eigentlich keinem Spaß macht, den ich kenne. Weil es viel zu langsam ist, viel zu ruckelig vor sich geht. Das ist kein Fluss. Die engste Kurve überhaupt auf allen Rennstrecken der Welt. Also ich wüsste jetzt keine, wo noch enger ist. Selbst Nürburgring hast du mehr Luft. Ja, der André, der hat noch nicht den Rhythmus gefunden. Das merkt man, er ist teilweise zu früh dran an den Einlenkpunkten. Aber wenn man das dann einmal drin hat und fährt die ganze Strecke im Unterbewusstsein. Oh, schon wieder angeschlagen. Und nochmal angeschlagen. Und jetzt ist das Auto weg. Schön in der Hafenschikane vorwärts eingeparkt. Zumindest hat er sein eigenes Sponsor gefunden an der Planke. Ich werde übrigens gerade berichtigt, es gibt doch noch eine engere Stelle als die Löwskurve, nämlich in Macau, die Stimmt. bevor es einen Berg runter Richtung Stadtziel geht. Da kann man nur einspurig anfahren sogar. Richtig. So, also André hat die Runde versaut. Ich weiß nicht, inwieweit sein Auto noch kurz ist. Wir haben die erste schnellste Runde vom Hildebrand. Gehen wir einfach mal hin. Hill hat das bis jetzt am besten hingekriegt, gefolgt vom Sascha Lestrange und Joel Stettler. Auf 4 Philipp Schmitz, gefolgt von Maurice Kramp, der eigentlich heute auch ziemlich gut war in der Vorbereitung. Und dahinter Daniel Scheuerle von Free Race da. Dahinter sogar der Phil Rosa. Also die sind heute im Doppelwagen unterwegs. So, Hildebrand legt nach. Oh. Ich denke mal, wir werden noch 3-4 Minuten brauchen, bis wir sehen, wieso die Tendenzen sind. Auf die ersten Runden darf man noch nicht so viel geben. Da ist vielleicht mal eine besonders glückliche oder eine besonders unglückliche Runde dabei. Ja, man merkt ja allein schon, dass der Phil Hildebrand jetzt ordentlich nochmal nachlesen kann. Im Moment hat er schon 16. Vorsprung auf dem zweitplatzierten Lestrange. Und das war aber auf Messerschneide den Eingang gerade noch so erwischt und da hat er nämlich schon die halbe Sekunde wieder weggefeuert. Ja, so ist es. Wobei 13. hat er noch Vorsprung gehabt, also hat er 2/10 verloren. Leichter Quersteher. Mal gucken jetzt, das war wieder leicht beim Anbremsen, da merkt man, also da ist er schon am Limit, wieder fast das Auto ein bisschen überfahren, jetzt auf Platz 3, übrigens Michael Bräutigam, den Sieger aus dem zweiten Rennen in Ung. Ja, und Sascha Lestrange hat jetzt selber noch ordentlich nachgelegt und ist jetzt deutlich näher rangekommen noch an den
Hildebrand hat aber auch nochmal 13. draufgepackt, also das war auch gut, dass er die draufgepackt hätte. Sonst hätte er nämlich die Führung abgeben können. So, und Göll gucken wir jetzt einfach mal, weil der tut sich langsam warm fahren. Der ist jetzt auf Platz 3 angekommen mit Rückstand ungefähr von 6 Zehntel auf Lestrange. Nee, 6 Zehntel auf Hildebrand. Ui, das war sehr weit draußen und etwas quer. Ja, er fährt aber wild hier. Ja. Trotzdem jetzt Thomas Hübler auf 5. Ohne N. Bei Winkler habe ich gesagt, das ist übrigens Thomas Winkler. Ja. Irgendwann kapiere ich es auch noch. So, ja, und wir könnten jetzt mal einen Blick drauf werfen, weil wir haben 3 Kandidaten, die dürfen nur eine Runde fahren. Unter anderem Sebastian Schmitz. Korrekt. Seht ihr auch noch wild in der Box? Ja, Christian Rückert und der Herr Pfeiffer. Aber der Herr Pfeiffer ist für heute abgemeldet, um den brauchen wir uns nicht kümmern. Bleibt Christian Rückert, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist er denn hier? Ist er denn hier? Ich glaube, der ist gar nicht auf dem Server. Also ja. Ich sehe ihn ja zumindest nicht. Hat er sich vielleicht freiwillig zum Qualifying abgemeldet? Braucht sich lieber noch einer und kommt zum Rennen nach? Bleibt im Moment das Augenmerk auf Sebastian Schmitz. Er wird es vermutlich so machen wie beim letzten Mal. Einfach bis kurz vor Schluss warten, wenn alle mit ihrer Runde zufrieden sind. Sascha Lestrange. Neuer Führender. Sascha Lestrange hat es aber auch gleich weggeparkt unten. Also das war ein Satz mit X, das war noch nichts, aber Hildebrand hat auch nachgelegt. Also Hildebrand jetzt 1 Zehntel hinter Lestrange, gefolgt von Moritz Kranz jetzt da. Und dahinter erst Göstädler, der eben doch seine Runde nicht so zusammenbekommen hat. Also die Top 10 jetzt wie folgt. Lestrange, Hildebrand, Kranz, Städtler, Bräutigam, Wickler, Kranz der Zweite, also Felix auf 7. Markus Sauber auf 8. Philipp Schmidt auf 9 und last but not least in den Top 10 Mike Neumann. So, wir sind hier wieder bei Phil Hildebrand. Ja, das verbessert sich auch im ersten Sektor. Aber das im zweiten tut, werden wir jetzt nach der Hafenschikane sehen. Also hat im Moment 94.000stel auf seine persönliche Bestzeit. Das war wieder. Ja, also er fährt da ziemlich spät irgendwie ein. Habe ich so das Gefühl. Und ja, wird es wieder verloren haben. Jawohl, 2 Zehntel weggeworfen. Ja, aber trotzdem König. Ist es wieder auf grün. André König auf 1. König auf 1. Deswegen ist auch Hildebrand gerade wieder korrigiert worden. Wieder auf grün. Hatte ja eigentlich Rückstand auf Lestrange. Aber König scheint irgendwie einen schlechten Mittelsektor gefahren zu haben. Mal gucken, ob Hildebrand mir jetzt wegquitschen kann. Kommt sie darauf an, noch ordentlich den Eingang zu erwischen, ordentlich raus, dass man viel Geschwindigkeit mitnimmt. Naja, ich würde sagen, nicht schlecht, aber auch nicht besonders hochvoll. Also 1,6, oh mein Gott, da muss aber der König im letzten Sektor einen ordentlichen Hammer hingelegt haben. 33,4 im letzten Sektor, so schnell war bis jetzt noch überhaupt keiner. Also der zweitschnellste jetzt auf den ersten Blick ist Hildebrand mit 33,5. Und ja, Moritz Kranz an der Box. Kann ich neue Reifen aufziehen. Und wir gehen einfach noch zum Sascha Lestrange, der auch in der Box steht, sehe ich gerade. Ja, dann war es das. Dann nehmen wir einfach den Göstädtler. Der Göstädtler ist auf seiner Runde, aber eine halbe Sekunde schon Rückstand hier. Und wir wissen ja, König hatte nicht unbedingt den Funksektor. Ja, also Städtler hat allein im ersten Sektor 3,5 Zehntel Rückstand auf seine persönliche Bestzeit. Im Moment keiner auf persönlichen Bestzeitwert unterwegs und ist nicht aus dem Top 10. Ja, der Felix Kranz ist zumindest im Tausendstelbereich an seiner persönlichen Bestzeit dran. Philipp Schmidt ist gerade auf persönlichen Bestzeitkost. Der könnte sich jetzt mit der Runde, also hat original Rückstand auf André König 1,7 Sekunden, hatte jetzt aber wie wir hier sehen, er hat schon auf Sommerbetrieb umgestellt. Ja, da fehlt schon einiges. Und ja, sieht man auch schon, also Rückstand doch immens jetzt im zweiten Sektor, 2,3 Sekunden verloren. Ja, ohne Fahrertür ist das Ding aerodynamisch wie ein offener Kühlschrank. Da ist erstmal Pause, hat auch eine ordentliche Delle vorne. Ja, richtig. Ja, also das wird nichts. Da gucken wir uns lieber mal den Moritz Kranz an. In den Top 9 bis auf Kranz alle in der Box. Also die gucken alle erstmal eine Runde zu. Wir haben noch 10 Minuten. Und Kranz ist der Einzige, der momentan
hier auf Zeitenjacht. Jetzt aber es geht. Also Kranz hatte seine Outlet jetzt da und geht jetzt auf seine schnelle Runde. Ja, der packt. Harald, du wolltest ja, ich wollte sagen, der Patrick Muller beendet jetzt eine Runde, aber die wird wahrscheinlich auch nicht so brachial sein. Also im ersten Sektor sich persönlich verbessert, im zweiten wieder was weggeworfen, aber er geht jetzt auch in die Box. Von daher habe ich nichts gesagt, wir bleiben hier. Ja, wir gucken nachher mal, ob der Sebastian Schmitz irgendwann mal auf seine Runde geht, weil er ist ja dann heute der Einzige, der nur eine fährt. Deswegen werde ich mir den Kollegen mal markieren, um das Ganze zu beobachten. Ja, habe ich eben auch getan. Da sind wir wieder, Löwskurve. Ganz 1,5 Zehn Rückstand auf die absolute Bestzeit von König. König hatte ja nicht so einen guten zweiten Sektor. Jetzt gucken wir einfach mal, ob Kranz da vielleicht den zweiten Sektor vielleicht Vorsprung rausfangen kann, weil, wie gesagt, König hatte ja im dritten Sektor dann einen Mega-Sektor hingelegt von seiner Zeit her. Also den hat auch noch ansatzweise keiner irgendwie zerknacken können. Oh ne, halbe Sekunde dauert, das reicht nicht. Wo ist er denn im Moment? Ja, Moritz Kranz ist aber ganz gut dabei. Verliert in den ersten beiden Sektoren 34.000stel auf seine Bestzeit. Wenn der letzte Sektor stimmt, könnte er da noch was reißen. Könnte zumindest sich persönlich verbessern. Ja, persönlich verbessern. Ich meine, er ist ja nur 59.000stel hinterm Durchschnittler. Das heißt, wenn er die irgendwo findet jetzt im letzten Sektor, dann hat er die Möglichkeit, den Durchschnittler von Platz 4 zu verdrängen. Was sagt die Uhr? Um Klick und 5. Hat nicht geklappt. Ja. Jo, da ist Riesenverkehr, aber die machen alle feinen Platz. Ja, dran scheint noch eine Runde dran sein. Wir bleiben erstmal drauf und gucken mal, bevor wir uns die anderen knappen. Ich beobachte aber, ob irgendjemand irgendwo auf persönlichen Bestzeitkost geht, aber die ersten 10 sind ja jetzt alle erst aus der Box gefahren. Das heißt, die sind alle auf der Outlap. Da lag übrigens eine hohe Barmbacher Stoßstange quer auf der Piste. Könnte auch die Tür gewesen sein. Nein, es war eine Stoßstange. Hoffentlich hat das der Sebastian jetzt übrigens nicht mitgekriegt, dass wir dann live auf ihn draufschalten, wenn er seine einzelne Runde fährt. Mancher wird dann wieder nervös und verreist. Ja, da fängt er immer Zittern an und schwitzt wie wild. Und da hat es der Moritz auch ziemlich verrissen. Beste Wege geht die Runde nicht. So, also, Lestrange ist noch 33.000 hinter König. Also, das werden wir gleich wahrscheinlich mal einfangen. Und hier haben wir schon einen Kandidat, den Moritz Kranz. Ach nee, das war gerade und König im ersten Sektor. Fast 2 Zehntel minus auf seine schon Polzeit. Da ist Stau. Ja, die Jungs mal angeschlagen auch mit Vorbanden, ja, das muss nicht unbedingt langsamer sein. Ob es dem Reglement allerdings entspricht, weiß ich nicht. Ja, ein Billardball wird auch langsamer, wenn man viele Banden spielt. Ui, auch sehr weit rausgekommen. Sehr weit. Ja, da hat er jetzt ordentlich was weggeschmissen. Gerade so langsam. Ich würde sagen, neue Polrunde erstmal nicht. Ja, hat er auch im zweiten Sektor nicht unbedingt das Highlight hinterlegt. Und jetzt gucken wir einfach mal, Lestrange müsste jetzt in seinen ersten Sektor beenden und da steht eine minus 24. Das heißt, wir gucken uns einfach mal den Sascha an. Also 1,4 Zehntel auf König im ersten Sektor Vorsprung. Oh, auch leicht ein Vorbande gefahren. Immer sind heute irgendwie sehr viele Bandenkontakte, also da merkt man doch, dass der Porsche sehr, sehr schwierig zu fahren ist. Wenn das schwierig ist. Das wird jetzt aber eine heiße Kiste. Also da bin ich mal gespannt, ob er jetzt im letzten Sektor irgendwie vielleicht noch das Ganze durchbringt. Da hat er einen leichten Wilder Rutscher. Gehabt. Ja, beide Räder vorne blockiert. Das war auch wieder Murks und schon wieder ein Rutscher. Da hat er jetzt eine halbe Sekunde mindestens in der Leitschiene liegen lassen. So. Ja. War da hier was raus? Das finden. Der Philipp Schmidt im Moment auf P10 schickt sich an, sich persönlich ordentlich zu verbessern. Und schon sage ich und schon ist es schon wieder nicht mehr wahr. Zweiter Sektor wieder alles verloren, was er im ersten gewonnen hat.
Ja. Gleich mal gucken. Also, wie gesagt, du hast einen Überblick halt, wo befinden wir uns gerade auf der Strecke, wer ist auf Bestzeitkurs? Marco Sauber hat sich gerade in die Top 10 geschoben, hat Philipp Schmitz verdrängt. Ich prognostiziere, dass sich der Philipp Schmitz dafür rächen wird, alsbald. Ah, So, nicht ganz. Thomas Wickler gerade auf persönlichen Bestzeitkurs, da gucken wir mal hin. Das Auto hier unten, genau. Moritz Fastlane-Auto. Kranz im ersten Sektor wieder im Minus. Heute ist aber, glaube ich, hinter dem Thomas Wickler. Ich bleibe mal einfach jetzt mal auf den Thomas, den hat man diese Saison so und so noch nicht so viel im Bild. Und beobachte mal, das sah schon mal nicht schlecht aus, wobei das schon hart an der Cutting-Grenze war und das hagelt ja immer gleich Cutting-Strafen hier in der VR bzw. in der GPCC. Zuletzt ja wie gesagt Rückert, Witz und wer war es noch? Rückert, Schmitz und Moment. Mensch, Hawaii, Pfeiffer, richtig. Pfeiffer, Pfeiffer. Pfeiffer, Pfeiffer, genau. Die hatten ja dann auch praktisch im letzten Rennen da eine leichte Abkürzung genommen. So, Wickler konnte sich nicht verbessern. Hat zwar doch, hat sich schon verbessert, aber nicht positionstechnisch. Jetzt gucken wir fix mal jetzt Kranz. Ah, der war dahinter, heute hat sich aber auch nicht verbessert. Tobias Robin hat sich persönlich jetzt über 4 Zehntel verbessert bis jetzt. Kommt jetzt auf Startziel. Nee, er hat sich, glaube ich, jetzt in die Wand geschmissen. Er ist still in der Box. Steht er nicht in der Box, der ist unten P18. auf hier haben wir ein Bild. Er ist in der Hafenschikane leicht abgebogen, fährt deswegen jetzt in die Box. Ja, hätte sich mit 4 Zehntel nach vorne, ja, drei, vielleicht sogar noch 4 Plätze nach vorne schieben können, von Richtig. 18 auf 14. Strange ist auch ziemlich gut unterwegs. Der ist nicht weit weg von seiner PP und auf 50.000stel hinter König im zweiten Sektor. Der König muss jetzt aber im zweiten Sektor noch mal irgendwie nachgelegt haben. Weil der Abstand doch Und nicht ganz falls so du es hören groß ist. möchtest, Sebastian Schmitz hat sich in Bewegung gesetzt. Ja, dann beobachten wir die Fährt gerade ganze hoch Sache zum mal. Casino. Ja, wenn er auf seine Schnelle runter geht, gucken wir mal, gehen wir mal hin. Solange beobachten jetzt den Sascha Lestrinch noch, ob der, das war aber auch, ich weiß gar nicht, ob es ein Kontakt war oder nicht. War auf jeden Fall ziemlich wild auf, aus der Eingangsstadtziel und ja, hat ein Zehntel auch wieder verloren. Ja, Ja, ich denke mal, Top-5-Kandidat könnte der Herr Schmitz mit einer schönen Runde werden, aber in diesem Dschungel hier, ne, huch, der Verfahren. Mann hat es auch leicht übertrieben. Ja, gucken wir Ja, einfach das kommt nochmal aber und mal raus, wenn man dem sehen. TomTom blind vertraut. Wir gucken dem Kai einfach nochmal kurz zu, was er da genau gemacht hat. Ich denke mal, dass er nämlich beim Anbremsen der Hafenschikane da ein nervöses Heck bekommen hat. Das ist Ja, und direkt praktisch das dahinter Höchste. kommt jetzt auch der Sebastian Schmitz durch den Tunnel. Hey, der war davor. Nee, das war der. Ja, Hui. also das war ein Schuss in den Ofen. So, Schmitz jetzt da. Durch den Hafen durch. Genau, da ist er in der Hafenschikane. Manika, durch den Hafen durch, ja. Fährt jetzt gerade in den Hafen. Gut, die Reifen noch warm machen. Guckt, dass er auch ordentlich freie Bahn hat. Hat er im Moment. Also Ja, meilenweit vor wenn nur ihm nicht nichts. einer aus der Box rausfährt jetzt. Ja, das Risiko ist natürlich immer da. Aber ich denke mal, da weiß er die Lichthupe zu betätigen. Und wir gucken jetzt einfach seine Runde an. Da ist er schon ziemlich aggressiv rein in Aggressiv der Bahn. angebremst hier an die Reskas. Jetzt den Speed mitnehmen. Ja, Genau. kurz über So. den Kopf gehupft. Parallele Ja, fährt er gucken, sehr weit in. ob irgendjemand sich verbessert, aber bis jetzt sind in Top Ne. 10, die haben alle hier unten abgebrochen. Der einzige, der jetzt auf seine Schnelle gegangen ist, ist Felix Kranz auf Platz 8. Das beobachte ich im Ja. Augenwinkel mal. Wild über die Curbs geflogen. Aber. Ja. Kurz Was? gequalmt, aber Linie gehalten, sah gut aus. Ja, Sah auch bis nirgendwo jetzt sehr gut angeschlagen. aus. Also bis jetzt ist das sehr sauber. Hat 4 Zehntel Rückstand auf König, der im Moment in der Box steht. Ja, ich denke mal, dem Herrn Schmitz mit einer verbleibenden Runde, der im
Dem wird ja nicht auf 100% fahren. Der fährt lieber eine 98-prozentige Runde, wo er Richtig. irgendwie auf Platz 4, 5, 6, 7 Genau. ankommt, Zeit ist anstatt jetzt auf alles oder abgelaufen. nichts. Zeit ist abgelaufen. Das heißt, da wird nicht mehr großartig Verbesserung drin sein. Ja, jetzt Durchbrechen passiert schon Hafenschikane. nochmal. Ja, schön erwischt. Ja, Auto springt ein bisschen. 6 Händel. Also 6 Händel wäre momentan irgendwo um Platz 7 rum. Ja, genau. Ah, das Auto ein bisschen gerutscht, war aber noch okay. Ja, Hafenschikane. Sieht alles sehr sauber aus. Vielleicht, weil er gar nicht so doch aggressiv fährt er. Auch hier wieder sehr eng, Kampflinie. Ja, aber ich sage mal, es muss ja, die saubere Linie muss nicht unbedingt die schnellste sein, aber ich denke mal, damit wird er trotzdem zufrieden sein. Ist egal, was jetzt da rauskommt. Er Und hatte wir nur haben eine Chance, von daher Platz 10. war es Ja, gut gelöst. immerhin Top 10 gefahren. Genau. Top 18 alle in der Box. Der einzige, der noch draußen ist, ist Wickler. Und der ist, glaube ich, auch. Oh nee, Wickler hat jetzt hier nur 23.000 Zurückstand und biegt ab. Wieso das denn? Er hatte doch nur Tja. 23.000 Silber. Warum bricht der Rennen Ja, ab? vielleicht wurde er jetzt aufgehalten von dem Tobias Robin, den er gerade auch überrundet Das hat. kann natürlich sein. Ja, an dieser Stelle ist das Quali zu Ende. Der Einzige, der noch draußen ist, ist Sauber. Der wird aber auch in die Box kommen, genauso wie Hildebrandt, der dahinter ist. Und Sauber damit in haben der wir Box. das Quali beendet. Hier sieht man übrigens wieder diesen Bug. Also dafür können wir leider nichts. Können höchstens. So, dann gucken wir einfach. Habe ich doch eigentlich eben so ein schönes Bild. Das ist doch ein schönes Bild. Die Da. Skyline von Monaco. Ja, also alle in der Box zurück, bis auf die drei, die gerade auf dem Weg zurück sind. Quali zu Ende. Es sieht wie folgt aus: André König auf 1 mit 33.000 Vorsprung auf den Sascha Lestrange, gefolgt mit. Ja, hast ihn gesehen und schon ist es weg. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich noch einmal unten dann eingeblendet bekommen vom Rennen. Leider hat sich mein Timing schon umgeschaltet, dementsprechend kann ich es euch nicht noch einmal sagen, wer jetzt der wo genau ist. Aber wir können ja mal gerade in der Liste hier gucken. Das ist ja alles kein Problem. Wir gucken einfach mal in der Liste. Also König vor Lestrange, Bräutigam, Hildebrand, Stettler, Kranz, Riedel, nochmal Kranz, der Felix. Wickler auf 9, Schmitz beendet die Top 10, dann geht es weiter mit Sauber, Jawak, der ja einen ziemlich guten Einstand in Brünn erlebt hat und den Uli Landgraf noch vertritt, dann Mike Neumann, Elmar Ellekotte, Daniel Scheuerle, Julian Dauber, Tobias Robin, dann geht es weiter mit Chris Eisold, Phil Rose, Kai Kindermann, Alex Humler, der Streckengott sozusagen, Marco Blech, Jörg Homani, Uli Landgraf doch da. Wem vertritt denn heute der Markus Hierag, wenn ich mal fragen darf? Ja, dann bin ich auch ein bisschen verwirrt. Saupe ist ja auch da. Ja, waren die heute zu dritt? Geht das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Thomas, was ist denn das jetzt? Jetzt kann ich es nicht lesen. Kinder. Thomas Kinder, genau. Peter Neundorf, Dennis Rabkewitz, Jürgen, kann ich auch nicht lesen. Gartringer, Ah ja, also Christian Wilms, Stefan Teigeler und Jochen Diekenbrock. Last but not least, Felix Felix Appelt. Appelt. So, ja, und dahinter geht es weiter mit Daniele Bonaventura, der ja wie so oft das Quali einfach mal versäumt. Und Philipp Schmitz, der war kurz vom Server runter. Warum er jetzt da hinten geführt wird, werden wir sehen. Ob es ihn jetzt total rausgekickt hat oder nicht, das werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt Warm-up 8 Minuten. Das ist immer der Moment, wo wir am besten mal kurz in die Werbung gehen. Wir haben da einfach mal ein ganz altes, klassisches GBCC-Video ausgesucht und präsentieren das, nutzen die Pause und sind pünktlich zum Rennstart wieder da.
his imperfections. Low self-esteem, lots of directions. If you push them aside, see your complexion. You can visibly see in these corrections. You can't take advice or never listen. Your stubborn ways for such a mission. It's now no surprise you never mend your ways. A self-justifying mission every day. So, zurück aus der Pause. Ich hoffe, Video hat noch einmal ein bisschen was gezeigt aus dem vergangenen GBC-Saison, beziehungsweise klassische Lackierung, immer wieder schön zu sehen. Waren ordentliche schöne Zweikämpfe dabei. Die erwarten wir uns natürlich heute auch. Monaco und Zweikämpfe ist zwar so eine Thematik für sich, aber bis jetzt hat uns selbst Brünn, was ja eigentlich auch nicht als die Überholstrecke gilt, des Gegenteils belehrt, und ich hoffe, dass mein Moderatorenkollege Harald auch wieder da ist. Was? Wie? Kannst du auch nicht schlafen? Ja, doch, genau. Natürlich bin ich wieder da. Ja, Harald, also wie gesagt, war ja doch eine interessante Sache bis jetzt, die GBCC. Ja, also drei Rennen. Wir als GBCC-Neueinsteiger vor dem Mikrofon sind selber überrascht, wie kurzweilig das doch hier ist, und freuen uns jeweils wieder umso mehr auf den nächsten Lauf. Ja, heute denke ich mal, das ist mit eins der Highlights neben Macau, und wir haben jetzt noch gut 2 Minuten 40 Restzeit hier im Warm-up. Aktuell sieht es so aus, dass der Sascha Lestrange die schnellste Zeit gefahren hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass André König, glaube ich, bis jetzt noch keine Zeit gesetzt hat. Genauso wenig wie Phil Hildebrand. Doch, jetzt ja, hat jetzt König kommt die erste König. Zeit. Ja, 1,6 Rückstand, aber ich glaube, das war eher so eine Runde, beziehungsweise mal gucken, ob die Technik noch hält. Bloß das Auto jetzt vom Rennen nicht kaputt fahren. Und hier sieht man erstmal schön den Hafenbereich von Monte Carlo. Auch wenn es immer so schön Marco heißt, gefahren wird hier in Monte Carlo. Das ist die Stadt hinter dem Hügel, sozusagen, beziehungsweise tut ein Felsen die drei Stadtteile oder Städte voneinander trennen. Das ist das Fürstentum Monaco. Und ja, also Monte Carlo, das ist auch die Ecke, wo ein Großteil der Rennfahrer
zu Hause gefunden haben, beziehungsweise solange wie sie irgendwie Geld sparen müssen, Steuern sparen müssen, sich hier niederlassen. Ja. Und später, wenn dann die Einnahmen nicht mehr so groß sind, wandern sie meistens in die Schweiz aus. Ja, und da könnte ich kurz noch eine Hintergrundgeschichte erzählen, die ich zumindest mal vor Jahren gehört habe. Vielleicht kann uns Neuschweizer Michael Bräutigam da mal aufklären. Und zwar die Info, die ich habe, in der Schweiz muss man nur Steuern bezahlen, Einkommenssteuer bezahlen, wenn man einen Beruf hat, den man auch in der Schweiz, oh, da kracht es unten, in der Hafenschikane, wenn man einen Beruf hat, den man auch in der Schweiz ausüben kann. Und da Rennfahren in der Schweiz offiziell verboten ist, kann man als Rennfahrer nicht in der Schweiz arbeiten, also sind Rennfahrer in der Schweiz steuerfrei. Nein, also du kannst professionellen Motorsport in der Schweiz nicht ausüben. Also du kannst schon Rennen fahren, solange es keine Rundstreckenrennen sind, weil die sind ja nach dem Le Mans-Drama der 50er Jahre sozusagen in der Schweiz verboten. Ja. Und deshalb gibt es eigentlich nur Amateursport, also wie Bergrennen oder wie sagt man denn noch, also solcher Nicht-Rundstreckenrennen schon in der Schweiz. Also der Schweizer Motorsport ist auch eigentlich sehr ausgeprägt. Aber da kann vielleicht der Gö irgendwann mal Näheres dazu sagen, der ja, ja jetzt genau, ein gebürtiger Schweizer ist. Und das mit den Steuern, das ist korrekt. Also es gibt wohl feste Steuersätze in der Schweiz. Ich glaube irgendwie, wenn du nicht Schweizer Staatsbürger bist und hast diese, ich weiß jetzt nicht, welche Lizenz das genau ist, dass du praktisch so eine 5-Jahres-Genehmigung musst du, glaube ich, 13% abdrücken. Wenn du in der Schweiz wohl gemerkt als Wohnsitz gemeldet bist. Wenn das nicht so ist, musst du die, glaube ich, auch nicht abdrücken. Dann tust du nämlich gegenüber dem anderen Finanzamt, also zum Beispiel, wenn du als Deutscher oder in Deutschland lebst und in der Schweiz arbeitest, tust du am deutschen Finanzamt, glaube ich, dein Geld loswerden, so wie jeder deutsche Staatsbürger auch. Und ja, Zeit ist abgelaufen, geht jeden Moment in die Renn-Session. Heißt, ja, und wer hätte gedacht, dass wir eine Pause oder eine Lücke füllen, um den Rennstart herbeizusehen mit Steuerfachinformation? Steuerfachinformation. Ja, oder wie man das nennen möchte. 21 Runden stehen oben auf der Uhr, das heißt 18 habe ich dann doch falsch gelesen. Wobei es sind ja eigentlich 20, die Einrollrunde zählt ja mit. Einrollrunde, aber wieso jetzt da 21 stehen, tut mich selber ein bisschen verwirren. Aber das Thema hat man, glaube ich, schon beim letzten Rennen, dass der da oben irgendeinen Quatsch anzeigt. Sei denn, es ist korrigiert. Also eine Runde tut er auf jeden Fall als Einrollrunde zählen. Das heißt, es müssten dann 20 Runden sein, aber dann stimmt ja unsere Grafik nicht. Dann muss ich noch einmal mit dem Katarina, hat jemand halt nicht das überlegt, und dass man eine Penalty gibt. Nein, Penalty gibt es nicht, aber eine Disqualifikation auf Position 20, nämlich von Chris Eishold. Chris Eishold ist qualifiziert, zu früh losgefahren, für den war es da schon mal. Und Sascha Lestrange, der diese Penalty, glaube ich, hatte, oder der eben diesen leichten Hüpfer dahingelegt hat, ist irgendwie um die Penalty drumherum gekommen. Mindestens wird sie hier nicht aufgeführt. Und ich hatte auch nur eine Durchstrafe und wir werden es erst erleben, wenn er sie macht. Dann siehst du das aber, glaube ich, auch als Penalty. Also im R-Faktor-Monitor wird das normalerweise angezeigt als Penalty, die Durchfahrtsstrafe. Ich denke, dass er mit dem blauen Auge davon gekommen ist. Beziehungsweise mit einem Schreck. Wahrscheinlich Kupplung mal kurz hüpfen lassen, aus Versehen das falsche Pedal losgelassen und schon kommt sowas dabei raus. Wäre natürlich schade, wenn jetzt eine Durchfahrtsstrafe absitzen muss. Aber ich denke mal, dass das jetzt ohne geht. Auf jeden Fall Chris Eishold dieses Rennen nicht dabei. Ja, dann hat es eine halbe Stunde Pause. Richtig. Dann im zweiten Rennen hat er einen neuen Versuch. So, also die Reifen werden warm gefahren, das sieht man schön. Ich glaube auch schon Leute, die hier im Tunnel die Leitplanke mitgenommen haben. Erinnere ich mich, glaube ich, an Montoya und Schumacher, die das beide schon erlebt haben. Ja, die waren anschließend, konnten sich noch weniger leiden als vorher. Ja, du hast dann gesehen, wie sie dann noch auf zwei Rädern aus dem Tunnel wieder rausgekommen sind. Jeweils mit zweien oder beide zusammen mit zweien? Jeweils einzeln, glaube ich. Also Schumacher kam irgendwie selber atmen, da hat er sich im Nachhinein, glaube ich, ziemlich aufgeregt, weil nämlich irgendjemand ihn drinnen beim Überrunden auf die dreckige Spur abgedrängt hat. Und ja, und da ging es dann nur noch geradeaus in die Wand und kam dann am Ende praktisch aus dem dunklen Loch auf zwei Rädern an der Leitplanke entlang
wieder rausgeschlittert. Ja, also André König hat es diesmal, sah zumindest aus, überlebt. Nicht wie beim Saisonauftakt in Coridiba, wo er das Ding erst einmal in der Einrollrunde einmal umgedreht hatte. Also dabei fast Philipp Schmitz noch abgelegt. So, hier Startaufstellung. Jeder muss seinen Platz finden. Jawohl, König schon jetzt angekommen. Die letzten sind gerade noch in der Hafenschikane. Das heißt, Reifen von König sind gleich schon wieder kalt. Richtig. So, und Last Range, das natürlich jetzt, also hat natürlich die bessere Linie. Mal gucken, ob er das jetzt auch mit einer ordentlichen Reaktionszeit umsetzen kann. Ja, die Startposition hier in Monaco kaum versetzt, nur 2 Meter ungefähr hintereinander steht man. Das ist, kann man sehr leicht gut machen durch einen besseren Start. Wenn das überhaupt 2 Meter sind, für mich hat das eher den Anschein, dass das nur 1 Meter ist. Und alleine der Startbereich geht ja schon durch eine leichte Rechtskurve, das heißt, der Meter ist eigentlich für ein Bobbes. Ja. So, also Lestrange auf 2, jetzt Ampel und Go. Oder auch nicht. Also ich hätte schon... Jawohl, aber sehr guter Start von König. Und guck dir da, der Lestrange hat komplett verpennt, ist auf 5 oder 6 sogar zurückgefallen, oder habe ich das falsch gesehen? Nee, das kommt wild gerumpelt hinten. War auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich heftig. Ja, und jetzt kommen wir in die Enge. In die Enge war das nichts. Aber das sieht gut aus. Alles rollt noch, alles rollt noch. Alles rollt, so. Wir sind bei Bräutigam an Bord. Der, wie auch immer er das gemacht hat, ist jetzt schon auf 2. Und 7 auf 2. Der ist Range auch ziemlich weit gegangen. Also ich weiß gar nicht, ob der das noch gepackt hat von der Bande. Oh, das sieht aber... Uiuiuiui. Da wird aber mit harten Bandagen gefahren. Im GT-Sport ist das möglich. Ja, nicht alles, was möglich ist, ist auch okay so. Ja, aber ich sage mal, in Monaco kann man da ein Auge zudrücken, da kann das schon mal sein, dass es da Kontakt gibt. Und hier ist, glaube ich, da gibt es aber Spätbremser. Die Aerodynamik auch nicht so unbedingt vonnöten. Hier geht es einfach darum, dass das Auto noch geradeaus fährt. Und das Feld tut sich jetzt langsam sortieren. Ja, der Start-Adrenalin-Pegel geht jetzt langsam wieder zurück. Aber wir haben bis jetzt noch keine Gelbphase irgendwo auf der Strecke. Das bedeutet, bis jetzt alle Autos, die in Fahrtrichtung unterwegs. Und ja, also ich denke mal, die Jungs werden sich jetzt erstmal ein bisschen zusammenreißen. König natürlich vorne schon wieder. Erste Runde 1,7 Sekunden Vorsprung. Also das ist schon ziemlich fett, was er da macht. Auf Platz 3 geht es jetzt ein bisschen zur Sache. Das ist ein Hildebrand gegen Lestrange. Also Lestrange will das jetzt irgendwie wieder gut machen, was er da in der ersten Runde gelassen hat. Ist Stettler etwas weit rausgekommen. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Ja, jetzt geht es natürlich darum, erst einmal die Linie des Gegners zu studieren, beziehungsweise dem Gegner seine Schwächen zu finden. Um dann vielleicht irgendwann einmal irgendwo einen Angriff zu setzen, ist in Monaco ziemlich schwierig. Beste Überholmöglichkeit, denke ich mal, Anfahrt Hafenschikane und Ende Stadt Ziel. Wobei Ende Stadt Ziel auch nicht unbedingt so das Rolle ist. Ja, wenn es dann nicht klappt, klappt es auch dann relativ oft für beide nicht. Richtig. Cool. Ja, eng und wild über die Curbs hier. Aber die Autos sammeln sich jetzt langsam. Also Platzwechsel hat man, glaube ich, bis jetzt noch überhaupt nicht. Nach dem Startgetümmel nicht. Ja, ist auf jeden Fall in meinem Timing noch nichts irgendwo umgesprungen. Das heißt, die Jungs sind jetzt schön im Endgang hintereinander her. Und beobachten erstmal den Gegner. Ja, Kranz am Schmidt vorbei. 9 und 10. Gucken wir mal kurz gut, ob Schmitz da vielleicht irgendwie einen Fahrfehler gemacht hat. Da ist er schon vorbei. Ja, und Müller an Schmitz vorbei. Wickler an Schmitz vorbei. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich den Schmitz überhaupt finde. Der Schmitz hier gewählt. Das sieht mir fast aus, als hätte er einen Reifen. Ja. Also das ist die Wiederholung übrigens. Das ist kein Leitbild. Wahrscheinlich Schmitz und Dallas Konzept bekommen und da wieder leichter Quersteher. Ja, die Frage ist, erklärt es. Ob jetzt das Auto vielleicht doch rum ist
Da ist es von 9 auf 12 zurückgefallen durch die Konzentrationsschwäche hier. Ja. So, engstes Duell aktuell. Felix Neymar-Trans gegen Sebastian Schmidt. Beziehungsweise, das ist ein ganzer Dreierbild, der da ziemlich eng ist. Toll, Alexander Rehl hinten dran. Ohne verpassen wir momentan nichts. Abstand aktuell. Wobei von engem Abstand kann man hier ja noch nicht sprechen, weil Cyber Fade ist ja noch ziemlich aneinander. Aber man kann ja mal gucken, ob der Moritz jetzt den Sebastian hier irgendwie hinter sich bekommen kann. Auf jeden Fall ist Moritz momentan gefühlt etwas schneller unterwegs. Edel kann das Tempo auch mitgehen. Ui, kurzer Schlenker. Aber noch gut eingefahren. Ja. Da wird er trotzdem mal selber stehen und gezischt haben. Jetzt hat er den anderen Kranz hinter sich. König gleich. Neue schnellste Runde mit 1:33.1. Der fährt vorne natürlich seine eigene Rennbahn. Und diesen Punkt, den wir haben hier, der ist ungefähr eine Sekunde langsamer gewesen. Richtig. Und König hat jetzt schon ungefähr 3 Sekunden Vorsprung auf Bräutigam. Ja, auf jeden Fall, damit Überholmanöver noch nicht wirklich. Jetzt hat es den Markus Jirat erwischt. Da manchmal gleich mal gucken, ob man den Markus wieder einfach 27, 28 jetzt. Versuche einfach den Markus mal in die Wiederholung zu bekommen, was da schiefgelaufen ist. Eingang statt Ziel leicht ins Rutschen gekommen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Nee, also das ist die Wiederholung. Ich denke mal, der Vorfall kommt jetzt. Was ja, da viel hat er zu sich spät verbremst. Gebremst. Oh ja, da hat er sich ordentlich verbremst. Und steht er da an der Einbahnstraße. Umweg nehmen. Ja, so, auf jeden Fall konnte sich aber wieder einsortieren. Und oh, König muss einen Fehler gehabt haben. Reut kam direkt dran. Dann gucken wir uns das mal an, was da passiert ist. Also hier ist er noch ordentlich meilenweit in Führung und er scheint wieder seine Problemzone, nämlich Eingang Hafenschikane, zu kommen. Guck mal an, das ist das Replay. Anbremsen, zu früh und hängen geblieben. Ja, das ist dieser berühmt-berüchtigte Egger. Ja, ja, da hätte Bräutigam fast sogar noch dran vorbeihuschen können. Aber er setzt sich schon wieder leicht ab. Er lässt da nichts anbrennen. Richtig. Ja, das ganze Feld hat sich jetzt zusammengestaucht. Hildebrand auch direkt wieder am Bräutigam dran. Ja, ist auch wunderbar. Die andere Perlenschnur. Wo wir auch einen ganz engen Zweikampf haben, ist nämlich hier zwischen Julian Dauber und Elmar Erlekotter. Heuler dahinter, Daniel Heuler. Also die hängen sich direkt im Getriebe. Oh, da ist ordentlich Qualm. Ja, das ist an der Stelle auch nicht so untypisch. Da steht das kurveninnere Rad regelmäßig. Hier wird jetzt Hund im Hinterfeld. Ja, Daniel Scheuer da auch leichte Traktionsschwierigkeiten. Vorne zieht Kai Kindermann gerade, verliert ordentlich Plätze. Vorne zieht sich gerade wieder auseinander. Kindermann auf 28 jetzt. Gucken wir uns mal an. Es scheint auch das Auto mit Leidenschaft gezogen zu sein. Haben wir noch im Augenwinkel gesehen, bevor wir das Video eingeblendet haben. Da ist er aber ordentlich geradeaus geschossen. Und ich glaube, der fiel Rose. Eieieiei. Das war jetzt schon ein böses Manöver. Der erste Manöver. Größere Zwischenfall hier. Also Phil Rose war da in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich weiß gar nicht, wem das orange-schwarz-weiße Auto gehört hat. Das ist der Tobias Robin. Tobias Robin, ja, auf jeden Fall. Dort hat es jetzt mal ordentlich gehämmert. Und den Jürgen Gattringer hat es auch eben gerade noch mal erwischt. Mal gucken, ob wir das noch ins Bild kriegen. Das muss hier irgendwo passiert sein. Ui, ja, da ist es schon. Das ist der Dennis Rapkewitz, den wir da hinten gesehen haben. Dennis Rapkewitz. Das wildschlenkernde Auto. Gattinger muss woanders gelaufen sein. Hier, also Gattinger hat extreme Probleme vorne. Oh, da ist es. Ja. Extreme Probleme. Etwas früh raus beschleunigt. An der Vorderachse. Und Neumann Dauber wechseln jetzt mehrfach die Plätze. Was ist da los? Dauber fällt zurück. Wir gucken uns das an. Hier 18. Ist Neumann noch alleine unterwegs. Das ist die Wiederholung auf jeden Fall. Sehen jetzt, der Dauber hat irgendwo einen Dreher gehabt. Und kommt dann, deswegen kommt der Neumann vorbei. Ja, da qualmt schon. Der Dauer, hier steht da steht er. Ja, das Kollege. Dauer. Also beim Ausfahrt, da war es krass sozusagen. Das Auto leicht übersteuert. Das heißt, leicht ist ein bisschen untertrieben. Das Auto hat ordentlich übersteuert.
Ja, da aber die kleinen Bodenwellen kann das schon ganz gut passieren, Ja, also das dass geht ganz schnell. das Auto unterstützt, übersteuern gerne in engen Kurven. So, hier haben wir eine schöne Gruppe. Das ist die Gruppe um, jetzt muss ich selber erstmal gucken, Uli Landgraf, Jörg Kormani, Phil Rosa, Tobias Robin und Daniele Bonaventura im Hintergrund noch. Falsche Musik, ja. Und noch. Das ist im Moment so die größte Gruppe, wo es gerade richtig zur Sache geht. Wo es aber auch richtig zur Sache geht, ist nämlich von der Rundum-Mauritz-Kranz, Ja. der immer noch nicht loslässt von Sebastian Schmitz. Also der will jetzt so unbedingt hier langsam an dem Sebastian vorbei, weil Moritz sieht man schon, kann um einige schneller. Da ist er innen aber ordentlich drüber. Der Hämmer, das kann auch immer ganz schnell das Auto ausheben und man findet sich in der Leitplanke wieder. Ja, beide Kränze, Moritz wie Felix, fahren ja relativ rabiat über die Curbs. Ja, fährt ja die viel engere Linie. Kann Könnte auch jetzt sein, vielleicht Schwung holen. kann auch sein, dass sie da ein bisschen das Auto in der Hinsicht besser abgestimmt haben. Uiuiui, da hat er jetzt schon zu tun gehabt, dass er den Schmitz nicht hinten reinkracht. Hier sollte man auf jeden Fall nicht überholen. Hier gibt es nur eine Linie, sonst reicht der Lenkeinschlag nicht. Ja, es gab aber auch schon einen Formel-1-Zehner, wo hier überholt worden ist. Unvergessen. Ich weiß Ja, aber und gar dann nicht mehr, standen wer es dann war. alle da. Nein, nein, nein. Das war ein Überholmanöver, was funktioniert hat. Und ich glaube, da war auch der Philippe Massa involviert. Nur der Massa war, glaube ich, derjenige, der dabei einen Kürzeren gezogen hat. Und Ui, wild waren es gesprungen hier. wieder. Ja, das hat man jetzt aber gesehen. Das hat nicht unbedingt einen Vorteil verschafft. Nee, schöne Osterhaseneinlage. Da ist der Alexander Riedel sofort wieder dran. Ist auf jeden Fall in der Spitzengruppe. Also das ist jetzt Kampfplatz 6, 7 und 8. In der Spitzengruppe das engste Duell aktuell, wobei Hildebrand auch auf Bräutigam langsam wieder aufschließt. Das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Sieht aus, als hätten die komplett unterschiedliche Brems- und Einlenkpunkte hier, Kranz und Schmitz. Ja, kann natürlich sein, dass da die Setups weit auseinander gehen. Also ich weiß, dass Sebastian Schmitz, glaube ich, ähnliches Setup, nicht gar sogar das gleiche von Philipp Schmitz fährt. Und ich denke mal, die zwei Kranzbrüder, die werden auch zusammen, denke ich mal, eine ähnliche Tendenz haben. Oh, Trutz Kinder hat gerade den Platz an Jochen Dübenbrock verloren. Platz 28, 29. Und Kinder wird jetzt auch durchgereicht auf 30. Können wir mal kurz gucken, was da vorgefallen ist. Oh, Ja, da ui. ist doch was faul. Kinder Ja. sieht fast so aus, als wäre das Auto total irgendwie im Eimer. Ja, da Jo, ist hinten hinten ein rechts. Platten. Da ist ein Platten. Deswegen diese Positionswechsel. Hat jetzt erst langsam weiter das ganze Feld durchgehen lassen. Also das ist jetzt schon wieder ein Live-Bild. Jetzt muss er natürlich sehen, dass er hier der Führungsgruppe nicht im Weg steht. Da kommt nämlich König und Bräutigam. Wir gucken uns Jawohl, das da kommen einfach sie mal alle. an. Ja, also da sagt er sich jetzt beide sich mal zusammen. Dauber ist auch wieder zurückgefallen, stand ja eben schon quer. Jetzt Ja, vorbei an Markus Hierack. Dauber und Jera geht es, aber wir gucken jetzt gerade noch mal die komplette Szene im Replay an, weil die haben jetzt mehrfach die Plätze gewechselt. Das muss jetzt irgendwann los. Also Jera ist ja vorne praktisch an Das Ma Bonaventura dran. genau, das Martini-Auto, ui, da So, querscht er von ja, Hierack. nicht nur Steher, das war ein Bandenkontakt und hier fahren sie sich gegenseitig mal schön in die Karre. Und Also mal gucken, wie nebeneinander das einbogen. Jetzt hier hinten Löw-Kurve, Ding ausgeht. Dong. Also. Dauber da auf der besseren Linie, aber das Ding Ja, ist noch nicht gegessen da nee. unten. Da geht's ja gut. Und Jetzt hat er nachgegeben. jetzt muss Jarak zurückstecken, aber Jarak gibt noch nicht auf. Jetzt ist er weg. Wo ist er? Scheint er wieder Ja, einen er kämpft Bandenkontakt jetzt gehabt zu weiter haben. mit dem Kollegen, mit dem er eben schon dran war. Nee, mit dem Tobias Robin. Ja, so, und wir gehen wieder zurück zu Moritz Kranz, weil der war jetzt schon wieder so gut wie neben Schmitz. Also Kranz, der ist derjenige, der wahrscheinlich hier den größten Druck im Feld ausüben kann, aktuell. Zumindest fährt er gerade hinten Slalom um den Schmitz. Ja, vorbeikommt tut er auch nicht. Dafür ist es dann hier die Strecke zu schmal. Und Richtig. Windschatten kriegt man ja auch nicht. Ja, Windschatten im Monaco und das mit dem Porsche, ich weiß nicht, ob das sich überhaupt irgendwie bemerkbar macht. Ja, wenn man da 20 cm profitiert durch Windschatten, das wäre dann aber schon viel. Dann fehlt vielleicht vorne noch irgendwie, ist der Splitter noch ein Drücker und schon hat sich die 20 Zentimeter. Oh, da hat er Ui, den Fehler Fehler! gemacht. Aber irgendwie noch das Auto auf der Bahn gehalten.
Ja, hoffentlich vorne rechts kein Aufhängungs- oder Reifenschaden. Aber Riedel und sein Bruder riechen Lunte. Richtig, also dort ist gerade Halligalli angesetzt. Richtig, da sehen wir das, was der Herr Kranz, Moritz im Spiegel sieht. Ja, das sind auf jeden Fall ordentliche Eindrücke. Kann sein, schon ordentlich schlecht werden, aber nicht von dem Fahrstil, sondern eher von den Geschwindigkeiten in diesem Leitplanken drinnen. Und Bräutigam auch wieder ungefähr eine Sekunde dran an König. Also vorne, entweder macht König jetzt langsamer und fährt vorsichtiger oder der Rest des Feldes hat aufgeholt. Ja, ich würde eher sagen, dass Bräutigam momentan ziemlich in Form ist, weil nämlich Hildebrand auch gerade, also der war eben schon mal dran an Bräutigam. So, Landgraf muss jetzt einen Fehler gehabt haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Oh, da steht der... Ausgangshafenschikane steht da und da haben wir noch einen Reifenschaden im Angebot. Ui, wer stand denn da Ausgangshafenschikane? Ich gucke mir das gerade an. Warte mal, ich muss erstmal hier gerade den Überblick kriegen. Das ich glaube, es war Landgraf. Der Phil Rose. Ja, ja. Der ist nämlich jetzt ausgefallen. Rose schiebt Landgraf an. Landgraf dreht sich und Rose, warum der jetzt da ausgefallen ist, weiß der Geier. Oh, dann war er übermotiviert. Nee, das war es viel, Rose. Das muss davor der andere Kollege gewesen sein. Oder Rose hat gewartet und musste selber umdrehen. Also Landgraf fährt aber wieder, war natürlich nicht so. Übrigens habe ich vorhin die Info gekriegt, dass wohl der Markus Jarak für Independent fährt. Also nicht für die saube Landgraf-Abteilung, sondern für Independent. Für sich selber. Ist der wohl einger. Und fährt deshalb heute mit. Also es ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass er doch ordentlich Spaß gefunden hat an der GBCC. So, hier vorne Franz wieder mit dem Messer zwischen den Zehen. Ja, alles eigentlich noch erstaunlich eng zusammen, hier besonders. Das ist Riedel gegen Felix Franz. So, 11 Runden noch. 11 Runden noch. Riedel mit Vorbande. Und vorne dran haben wir das Duo Moritz gegen Witz. Ja, da weiß man gar nicht, wo man hinschalten soll. Bei Duos hier. Ist auf jeden Fall noch nichts entschieden. Derjenige, der den ersten größeren Bock macht, hat es erlebt. So, jetzt gibt es übrigens noch eine Info, also neben Phil Rose ist auch Peter Neundorf ausgefallen und Christian Wilms ist disqualifiziert worden und das hat den Anschein, dass er eine Penalty gekriegt hat und hat die einfach nicht angetreten und ist deshalb aus dem Rennen genommen worden, weil nämlich hier in meinem Monitor hinter die Crew auch noch Penalty einsteht und das ist ein Zeichen, dass er das einfach versäumt hat, beziehungsweise ist er wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt hat, dass er eine Drive-Thru oder Stop-and-Go bekommen hat. Oh, wäre fast weggeschmiert. Ja, das geht hier ganz schnell. Deswegen, wir hatten ja bei den letzten Rennen... Oh, und da steht er. Wer ist denn das? Lestorange. Lestorange hat es gerade weggehauen. Ja, das werden wir uns vielleicht nochmal angucken können. Das jetzt können auf wir uns 9. mit Sicherheit angucken. Das ist er nicht. Das ist ja, jetzt auf 10. Da haben wir noch. So, das ist das Riblé. Ja, Anfang Raskas. Raskas angefahren und wahrscheinlich wie bei einigen anderen auch hier... Okay, das ist eingang stabil, angeschlagen und umgedreht das Auto. Und das ist natürlich sau doof, hätte ich jetzt mal gesagt. Weil wenn man so umsteht, ist es wirklich sehr, sehr problematisch, dann irgendwann das Auto wieder umzudrehen. Hat man hier gesehen, musste lange warten. Und deshalb jetzt die Abteilung Schmidt-Kranz-Riedel auf Platz 5, 6, 7 und Felix Kranz auf 8. Die haben jetzt in der Position gut gemacht. Lestrinsch hat aber das Glück gehabt, dass er immer noch auf 10 ist. Bedeutet, fürs zweite Rennen könnte er damit die Position sozusagen innehaben. Ja, und der Kranz, der. Ja, ein Abschluss wie mit der Abschleppstange. Naja, der beißt wahrscheinlich schon ins Lenkrad, weil er sich sagt: Mensch, Junge, ich könnte so viel schneller. Jetzt gib mir doch irgendwann einmal die offene Tür bzw. die Lücke, um Position gut machen zu können.
Unglaublich. Ja, ist auf jeden Fall hier ziemlich frustrierend, wenn man da hinterherfährt, weiß, man kann um Welten schneller oder kann schneller um Welten. Ja, ich würde mich gar nicht so anstrengen. Ich würde lieber versuchen, das Thema locker mitzugehen, ohne hier so wild rumzutanzen und die Reifen kaputt zu fahren. Und dann in den letzten drei Runden, wenn man deutlich merkt, der andere rutscht, ohne dass er es will, und dann einfach locker irgendwo den anderen wegrutschen lassen. Also richtig. Um Platz 11 wird es übrigens auch gerade spannend. Da tun sich nämlich die zwei Core-Autos von Core Farmbacher. Das ist jetzt so praktisch, jetzt komme ich nicht auf. Patrick Müller 2. Ja, Patrick Müller gegen Farmbacher 1 Philipp Schmidt tun sich nämlich hier gerade auch motivieren. Und von hinten sieht man schon, kann langsam der Elmar Alicott und der Mike Neumann aufholen, beziehungsweise auch der Marco Sauber, der direkt dahinter ist. Und ja, ich denke mal, der Philipp, der wird heute hier irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Setup haben. Währenddessen vorne an der Spitze der Abstand immer noch gleichbleibend ist. Das heißt, Kranz gegen... Ja, Riedel sehr nah dran an Kranz jetzt. Ja, genau. Da gehen wir jetzt hin. Also hier geht es hin wie her. Das ist wie im Ziehharmonika-Effekt. Und Markus Jarak beißt sich auch gerade an Tobias Robin fest. Behalten wir einfach mal ein Auge, währenddessen wir hier diese Vierergruppe ab Platz 5 sozusagen im Auge behalten. So eigentlich, ach ja, Platz 5, genau. Das Training ist jetzt runtergefallen. So, vorne an der Spitze, König, Respektabstand nach hinten von fast 2 Sekunden, dann 1,5 Sekunden auf, also praktisch König Bräutigam, 1,5 zwischen 2 Sekunden und dann 1,5 Sekunden auf Will Hildebrand. Jarak Robin tauschen da die Plätze. Gucken wir doch mal, was da vorgefallen ist. Das ist. Wo ist denn Jarak? Jarak ist 22. Ja, ich will jetzt auch gerade gucken, wo. Wir sind doch jetzt in Riebling, wir sind aber hier auf Abgewitz, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen mal zu Robin löschen. Ja, warte mal, das müsste eigentlich jetzt hier kommen, meiner Meinung nach. Wo ist denn Jarak in dem Fall? 22. Ja, da haben sie. Jetzt, da können sie jetzt kommen, was da schiefgelaufen ist. Ist noch das Replay, das heißt jetzt hier irgendwann muss die Szene kommen. Könnte wieder Eingang statt Ziel passiert sein. Ja, da kommt er ziemlich weit raus. Ach, hinten passiert aber der Fehler. Ja, das ist aber nicht die Szene, wo Jarak den Platz verloren hat. Ja, die haben zweimal kurz hintereinander gewechselt. Ja, okay, also das haben wir leider irgendwie versäumt bzw. verpasst. Und Jochen Diekenbrock raus. So, jetzt will er es aber wissen. Jetzt hängt er wirklich bis hinten dran und wartet. Das ja, versucht es außen rum. Kontakt. Nee, Freunde, so geht das nicht. Das kann auch richtig in die Hose gehen. Da hat aber jetzt auch Schmidt die Brechstange ausgepackt und hat auf Biegen und Brechen seine Linie verteidigt. Ja, was soll er auch schon tun, ne? Man muss die Leute ja nicht vorbeiwinken. Ja, das ist schon richtig. Aber das ist auch nicht immer die Linie des Gegners respektiert, war jetzt hier in dem Fall nicht gegeben. Wir haben zwei weitere Ausfälle, Jochen Diekenbrock und Felix Abelt. Sind beide ausgefallen. Was da genau vorgefallen ist, wissen wir zurzeit nicht, weil hier einfach an der Spitzengruppe gerade die Hölle losbricht. Ja, da hat der Sebastian Schmitz doch alle Hände voll zu tun. Die Schlange dahinter, der Dreierpack, rückt immer näher. Ja, aber ich glaube auch, dass die Jungs dahinter momentan jetzt schon fast ein bisschen ja, die Geduld verlieren. Also da würde es mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwann in den letzten 7 Runden mal ein Gewaltakt passiert. Wo ist jetzt der Felix hin? Der Felix war doch eben noch dran. 1,2 Sekunden, da muss gerade irgendwo ein bisschen was schief gelaufen sein. Da hinten kommt er aber noch, also fährt ja, Hafenschikane unter Umständen. Also Zufahrt Kass ist der Moritz Kranz unglaublich stark. Ja gut, dort wird aber auch das Feld extrem zusammengebremst durch diese Verzögerung. Aber irgendwie packt das nicht. Also ich glaube, hier wird er sich jetzt wirklich mal wünschen, dass er irgendwie noch ein paar zusätzliche PS hätte. Für einen kurzen Augenblick.
wäre mal nicht schlecht, wenn sie in den Porsche Cup auch irgendwann ein Hybridsystem einbauen. Dass Porsche das kann, haben sie ja mit dem Hybrid 911er bewiesen. Ui, und da ist er wieder. Uiuiui, da wird mal ein bisschen mit leicht anstupsen gearbeitet. Oh, jetzt hat er dann auch weggehauen. Jetzt hat er dem. Was jetzt muss er sich selber die Riegel verteidigen. Ja. Ja, Schmitz geht jetzt langsam zu spüren, dass dem Kranz langsam der Geduldsfaden platzt. Ja, aber man soll trotzdem vorbeikommen, ohne den anderen quasi von der Strecke zu komplimentieren. Wir müssen trotzdem mal kurz hier gucken, weil Patrick Müller hat da nämlich auch einen Gewaltakt gesetzt. Er will es nämlich genauso wissen. Also das ist genauso eng ja, hier. Er kämpft hier mit dem Thomas Wickler. Aber wir konzentrieren uns auf die Spitzengruppe hier, auf das Viererpack. Jawohl, Platz 5, 6, 7 haben wir hier im Angebot. Und der Felix ist ja auch nicht weit weg auf Platz 8. So, ja, jetzt hat es aber Müller gebackt gegen Wickler. Das gucken wir uns jetzt noch mal im Replay an, was da genau. Also außenrum hier war es noch nicht. Da hat er noch wahrscheinlich eine Zugkurve gefahren. Dass er wahrscheinlich jetzt den Angriff an Fahrt Hafenschikane setzt. Die Frage ist, war das jetzt ein sauberes Manöver oder nicht? Da müssen wir mal gucken, weil hier kann man nämlich auch schön abkürzen in der Hafenschikane. Angriff, oh doch, das war in Ordnung, das war sehr, sehr sauber sogar. Also Müller hat bewiesen, dass es auch ohne gröberen Kontakt hier vonstatten gehen kann. Ja, da waren jetzt gerade noch Überholungen dazwischen, die haben aber alle feinen Platz gemacht. Und jetzt kommt gleich wieder der kleine freundliche Stups von hinten. Die Bitte lass mich überholen Einladung. Ja, also da hätte jetzt mal der Moritz dem Patrick zu gucken müssen, wie das funktioniert. Aber ging mal der. Boah, und da ist er eben aber groß in die Karre gefahren. Das war jetzt auch wieder aber kein sauberes Manöver von Schmitz. Nee, und der versucht jetzt wieder. Das war jetzt. Boah. Das finde ich nicht in Ordnung so. Ah, das ist jetzt schon Ping-Pong. Also das ist jetzt, sage ich immer, das ist jetzt schon. Erinnert mich an so Standard-Online-Rennen. Nicht organisierte. Ja. Also da, jetzt fängt der Sebastian an und hat sich der Moritz jetzt verbremst. Aber ich glaube, ansonsten hätten wahrscheinlich auch der Sebastian abgeschossen bei der ganzen Aktion. Ja. Die waren nämlich beide viel zu spät dran. Ja, und Kranz wieder an die Wand geschlagen. Ja, das war nicht die feine Englische. Nee, also ich denke mal, das wird auch noch ein leichtes Nachspiel haben. Und auch wenn wir hier gerne Action sehen, es darf alles gerne im fairen Bereich. Und da wieder quer gestanden. Ja, der Moritz, der wird jetzt wissen, der will jetzt sich auf Biechen und Brechen absetzen. Ich denke mal, das wird er auch können, so lange wie er hier irgendwie eine saubere Linie fahren kann. Da stehen nur noch 4, jetzt 3 Runden Zeit. Viel absetzen braucht er sich nicht mehr. Nee. Aber das, denke ich mal, das Thema wird mit Sicherheit noch einmal vor die Rennkommission gehen. Weil das war doch schon alles ein bisschen grob. So, Hildebrand am Bräutigam dran. Also die zwei sind jetzt auch nicht weit auseinander. Ja, das hat sich der Michael Bräutigam auch anders vorgestellt. Zu Beginn des Rennens, wie er davon 7 oder 8 auf 2 vorgeschossen ist, bis zur ersten Kurve. Ja, vielleicht hat Hildebrand die ganze Zeit die Reifen geschont und kann den Bräutigam jetzt nochmal ordentlich zusetzen. Emma Alacott nur auf Platz 14, das ist, denke ich mal, auch nicht gerade sein Traum. Seine Traumposition. War ja eigentlich bei den letzten Rennen mit seinem Kollegen oder Teamkollegen Sascha Lestrange ziemlich gut unterwegs, aber heute tun die NF-Jungs doch ordentlich ablosen, will ich mal behaupten. Ja, das ist für die Teamwertung natürlich ein härter Schlag. Ja, wobei Lestrange auf Platz 9, sage ich mal, da ist fürs zweite Rennen noch alles möglich. Da ist noch nicht. Dann können sie die Kohlen wieder aus dem Feuer holen und Bräutigam etwas weit außen. Ansonsten André König braucht ein sehr kontrolliertes Rennen. Momentan kann sich zwar nicht so absetzen wie zuletzt bei den Rennen, wenn er vorne die Führung nach. Ja, und Riedel an Schmitz gleich dran. So, abgewitzt muss er irgendeinen Fehler gehabt haben. Wollen wir mal gucken, ob wir das sehen, was da passiert ist. Weil der hat nämlich jetzt ordentlich Position verloren. Gucken, ob wir das reinkriegen. Der ist nämlich zurückgefallen hinter Gattringer und Landgraf. Sehen, ob man das hier verbremst er sich. Da muss er den Notausgang nehmen, muss eine Warteschleife drehen und
Ja, darf sich hinter den Zweien wieder einordnen. Viel zu spät gebremst. Direkt von Monte Carlo bis ins Kamener Kreuz vorgekommen. Der steht da immer noch. Alter, das war nicht nur die. Ach, das war das Führungsgruppe hier, die da noch vorbei sind. Ja, Hildebrand kann im Moment nicht unbedingt richtig ranfahren, aber wäre richtig. Und Marco Blech, Fehler gehabt. Plätze verloren, Platz ja, 21. Wir gerade hin. Marco Blech, da haben wir, na, wollen wir mal gucken, was da passiert ist. Bevor wir uns auf den Felix-Kranz konzentrieren, der nämlich jetzt zu dem Alexander Riedel im Getriebe hängt. Beziehungsweise hinter dem Boxermotor. Wie wir es oft beim Kranz vermutet haben, hat er es jetzt geschafft. Weiß er aber eigentlich, dass er jetzt falsch umsteht? Seine Taktik ist, das Auto wieder umzudrehen. Jetzt hat er es aber mitgekriegt, dass er falsch umsteht, weil die anderen sind alle aus der linken Richtung gekommen. Ja, das war der Abgang von Marco Blech. Marco Blech und wir sind jetzt beim Felix Kranz, der im Grunde genommen eben noch hinter Riedel direkt war und irgendwie dann gerade was verloren hat. Aber, oh, wir müssen jetzt leider hin und her schalten, da ist nämlich jetzt der Hildebrand nämlich hinten dran und beim Überrunden könnte es jetzt ziemlich brenzlig werden, aber der denkt, dass das Marco Sauber ist, vermutlich, oder Uli Landgraf, ich weiß nicht ganz genau, einer von beiden, der da gerade schön Platz gemacht hat, sehr gut mitgebracht. Marco Schirak war es, glaube ich. Der Dierak heute auch in der Martini. Sauke und Komani gerade jeweils im Platz zurückgefallen. Ja, jetzt können wir aber nicht so viel hin und her schalten. Bleiben wir ruhig mal hier. Wird das Podium entschieden. Richtig, das Podium wird entschieden. Sind noch zwei Runden. Kollegen ordentlich Platz machen. Ja, Hildebrand, der will noch irgendwie sehen, dass er den Platz noch gut machen kann. Also Beutiger muss man ja langsam sagen, so tief, der am Anfang der Saison gestapelt hat, langsam braucht er nicht mehr tief zu stapeln, weil das, was er bis jetzt hier abgeliefert hat, ist doch eindeutig ein Beweis, dass er es kann. Ja, und wenn er im zweiten Lauf ähnlich gut abschneidet oder sich da vielleicht noch in die Top 5 vorfährt, dann ist er auch in den Top 3 der Fahrerwertung, glaube ich, dann angekommen. Ja, der, vor allen Dingen ist es ja auch so, er ist ein Meisterschaftskandidat, muss man mittlerweile sagen. Ne? Also so konstant und stabil, wie er fährt. Der ist ja eigentlich jetzt im Moment nur so weit zurück, weil die anderen schon Ausfälle hatten. Und er hat ja eigentlich Punkte gehamstert bis jetzt. Ja. Das heißt, in dem... Ja, Komani ausgefallen. Oh, ja. Nee, kurz bei mir noch nicht. Der steht nicht in der Box, der ist nicht ausgefallen. Der steht in der Box. Ja, ich fahre da nicht zwei Runden, eine Runde vor Schluss in die Box. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung, vielleicht Reifenblatt oder irgendwas. Auf jeden Fall ist er noch nicht dick, not finish. Er ist noch in der Box, jetzt ist er auch wieder raus. Okay, sehr seltsam. Zu wenig Sprit eingepackt, weil vielleicht auch 18 Runden bei ihm stand. Kann auch sein. Und Hildebrand jetzt die letzte Runde. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir den Kollegen König am Anfang nicht verpassen. Fährt denn der eigentlich gerade rum? Er ist gerade hier unten. Ja, der fährt da unten rum. Den haben wir hier jetzt im Tunnel gleich im Augenwinkel gesehen. Wir gucken aber trotzdem noch dem Herrn Hildebrand zu, bevor es jetzt in die letzte Phase geht. Ja, nicht zu vergessen, auf P4 heute, sehr unauffällig, selten im Bild gewesen, quasi nur am Anfang. Gö Stettler, auch wieder ein solider vierter Platz. Ja, das ist hier schon ziemlich fett. Also Hildebrand, der gibt nicht auf. Ja, aber wir müssen jetzt nichtsdestotrotz zum André vorschalten, der jetzt die letzten Meter unter die Reifen nimmt. Die ja, und gut, da hinten kommt die Duell schon. Der hat einen Reifen kaputt. Der tut einen Reifenschaden, hoffentlich. Der hat das Auto platt und einen Reifen krumm. Andersrum. Jetzt wird's aber kanapieren. Freunde der... Also wenn er das jetzt noch rettet, dann Respekt, er packt, herrlich das gemacht. Ist der Hammer. Also das ist jetzt einmal ein Finale, Ja, die ersten drei innerhalb von einer Sekunde durchs Ziel, das ist mal eine anständige Sache. Das war jetzt wirklich eine Aktion, die das Gleiche sucht. Und jetzt ich nochmal, dass ich hier das ganz schnell hinkriege mit dem Timing. Ja, die Gratulation geht dann von uns aus erstmal an André König für die 1, Michael Bräutigermann für die 2 und natürlich Phil Hildebrand für den Platz 3. Ja, du kannst das ruhig mal weitermachen im langsamen Tempo. Ja, mache ich jetzt auch. Und dann, ich habe es eben schon gesagt, still und leise, aber solide auf die 4, Gö Stettler, P5, Moritz Kranz,
6 Sebastian Schmitz, 7 Alexander Riedel. Bei den 3 hat sich dann trotz aller Bemühungen nicht mehr so viel getan. 8 Felix Kranz, 9 Sascha Lestrange. Ich auch nicht. Ja, dafür, dass es ihn ebenso böse erwischt hat, dann doch noch ein ganz akzeptables Resultat. Und P10 Patrick Muller, der nun gleich auf Pole steht, wird ihn auch freuen. 11 Thomas Wickler, 12 Philipp Schmitz, 13 Elmar Erlekotte, 14 Marco Saupe, 15 Mike Neumann, 16 Alex Hummler, 17 Daniel Scheuerle, 18 Daniele Bonaventura, 19 Julian Dauer, 20 Markus Jirak, 21 Marco Blech, 22 Tobias Robin, 23 Uli Landgraf, 24 Jürgen Gattringer, 25 Neuansteiger Dennis Rabkewitz, 26 Jörg Kormani, 27 Stefan Teigler und dann gehen die Ausfälle los. Ich habe gelogen. Dann kommen noch 2 Kai Kindermann auf 28 und 29 Thomas Kinder und dann geht's los mit den Ausfällen. Die lese ich ja nicht mehr vor. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin hier noch wild am Erfassen, sozusagen. Du bist gerade etwas leise. Ich sage, ich bin hier gerade wild am Erfassen, weil ich nämlich versuche, dass wir nachher wieder einen Gesamtüberblick haben. Die ganzen Werte zu bekommen. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, ob das wegspringt, das ganze Ding. Ja, springt weg. So, bis auf 17 habe ich es geschafft. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einmal kurz noch einmal Unterbrechung, Videounterbrechung und sind gleich wieder für euch da. Everybody's
Und so. Weiter geht's. Ja, willkommen zurück in der Stadt der Schönen und Reichen. Harald, du hast die Gunst genutzt und hast dir fix bei Deutsche und Cabana so eine tolle Brille gekauft. Sieht zwar ja aus wie ein Fliegenfänger. Aber ja, mein Gott, wenn man es tragen kann. Also im Moment finde ich es hier sehr hell. Komma while hier die Sonne funktioniert, anders als in Deutschland. Von daher fühle ich mich mit der Sonnenbrille sehr gut aufgehoben, die auch fast meinen kompletten vorderen Schädel umgibt. Ja, so sieht das aber aus. Deswegen Fliegenfänger. Ja, immerhin ist es hier schön warm und sonnig. Und ja, auf jeden Fall wir freuen uns aufs zweite Rennen, würde ich sagen. Das Rennen hat ja schon ein bisschen gezeigt, wo hier der Hase lang hüpft. Noch einmal für alle, die es bis jetzt vergessen haben. Wir befinden uns in Monaco. Und weil wir jetzt dann noch mal hier die Rennrunden in unserer Grafik sehen, wir haben ja schon wieder eine These, also eben beim Schnacken. Es war ja eben so, dass der Jörg Romani zwei Runden vor Schluss in die Box ist oder eine Runde vor Schluss. Wir haben ja die These, dass der Jörg nach unserer Grafik gegangen ist und dementsprechend sein Auto aufgetankt hat und einfach viel zu wenig Sprit dabei hatte. Weil in unserer Grafik steht 18 Runden und tatsächlich sind es aber 20. Und ja, deshalb ist davon auszugehen, dass der Jörg wohl oder übel. Was ist denn jetzt los? Ach, das ist schon die Einführungsrunde. Wollte ich gerade sagen, irgendwas ist doch jetzt schief gelaufen. Nein, also das ist die Einführungsrunde. Patrick Mulder auf 1. Genau. Sascha lässt drinstehen im ersten Rennen. Diesen Wahnsinns Fahrfehler kann man nicht sagen. Er ist nur ganz leicht an der Ecke hängen geblieben. Dabei hat das Auto noch mal gerade um 180 Grad rumgedreht und er stand falsch rum, Eingang statt Ziel. Da muss dann die ganze Polonaise vorbeiwandern lassen. Richtig? Ja, also jetzt heißt es wieder aufwärmen. Also die aktuelle Startreihenfolge der ersten 10 Plätze. Oh, da wird es ein bisschen eng. Kollision. Letzte ist übrigens Bula, Nestrange, Felix Kranz, Riegel, Sebastian Schmitz, Moritz Kranz, Göstädtler, Bill Hildebrand, Miguel Bräutigam und last but not least der Sieger des ersten Rennens, André König. Das sind die ersten 10 jetzt in umgedrehter Reihenfolge. Ohne mal gucken, ob jetzt der, man mag es ja gar nicht sagen, aber der Moritz Kranz steht leider wieder hinter dem Sebastian Schmitz. Der wird sich jetzt auch denken, das Heck habe ich heute wirklich schon zur Genüge gesehen. Der wird schon so eine Art Phobie wahrscheinlich gegenüber dem Asset Ambacher Wagen aufbauen und wird sich seinen Teil denken. Ja, vermutlich schon. Ja, NF Racing im ersten Rennen nicht so eine erfolgreiche, wie soll ich sagen, Aktion hingelegt. Was heißt Aktion? Ist das falsche Wort. Immer alle waren nicht so ergebnisorientiert unterwegs heute. Der Elmar auf Platz 13, der Sascha nach seinem Dreher gerade so in den Top 10 auf Platz 9. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt heißt Stadtplatz finden und hoffen wir mal, dass dann wieder der Start einigermaßen klingt und da nicht irgendeine größere Katastrophe in der ersten Kurve passiert. Ist ja uns ja Gott sei Dank vorhin verschont geblieben. Ja, wir sind gespannt. Noch nicht alle angekommen. Die letzten noch in der Raskas. Wobei diesmal ist das Feld nicht ganz so weit auseinandergezogen wie vorhin. Also Stehzeit diesmal für die Spitzengruppe vorne etwas kürzer. Chris Eisold, du das Feld sozusagen abschließen, nachdem er vorhin ja disqualifiziert worden ist. Lampe ist an. Und los! Oh, da hinten. Super Start und ein der Kranz. Ich glaube, das war der Moritz, der da diesen Mega-Start hingelegt hat. Ja, und sieht so aus, als würde Müller den Platz abgeben. Das war aber jetzt von Lestrange ja schon fast. Ja, ich will nicht sagen,
mit der Brechstange, aber das war schon doch etwas aggressiver als beim ersten Mit Nachdruck. Mit Nachdruck. Richtig. So, drei dunkle Autos hinter dem. Patrick Muller, der sich da schon fast ein bisschen vermacht hat. Ja, der Molz, der. Da hier. Also, weiß ja nicht. In über den Bordstein drüber, auf dem Gehweg entlang die Kurve geschnitten und trotzdem versucht, irgendwie sich innen daneben zu setzen. Das Feld sammelt sich jetzt gerade wieder. Hinten gab es gerade einen Platzwechsel zwischen Elmar Erlekotte, Hupsa, was ist denn das? Und Daniele Bonaventura. Das gucken wir uns einfach gerade nochmal an. Also die scheinen hier. Wow. Die machen aber da. Ja. Spektakel. Richtig, so. Das war auf jeden Fall. Jeder sucht sich irgendwo eine Lücke. Augen zu und durch. Aber ich denke mal, jetzt dürfte auch der Letzte gerade seinen Rhythmus gerade gefunden haben, beziehungsweise sich sortiert haben. Und jetzt genießen wir das zweite Rennen. So, erste Runde haben sie fast alle jetzt erfolgreich rumgekriegt. Ja, Felix Appelt gerade zurückgefallen, da muss es ein Problem gegeben haben. Ja, Dietmar Finisch rausgefallen, da müssen wir mal gucken, ob wir das noch kriegen. Moment. 34, hey, da muss es 35 sein. Da haben wir den Felix Appelt. Gucken, was da passiert ist. Das ist ein Play. Total verbrennt. Also. Aber richtig. Ich möchte halt behaupten, da war selbst die Auslaufzone nicht mehr genug Platz. So, Felix Kranz direkt hinter seinem Bruder Moritz. Hinten sehen wir auch den Alexander Riegel. Ich glaube, das ist sogar fast ein bisschen spannender. Moritz hat es auf jeden Fall jetzt geschafft, seine Phobie zu überwinden. Ist an dem Sebastian Schmitz durch eine souveräne Stadt vorbeigezogen. Hat fast seinen Bruder dabei noch gecasht. Nee, Gartringer fällt gecasht. Rück. Gartringer von der Piranha Sim Racing. Mal gucken, das ist er nicht. Herr Gartringer, Gartringer muss hier sein. Wollen wir mal gucken, jawohl, was da passiert ist. Das ist er, hä? Doch, das ist Gartringer. Doch, doch, da ist er. Mal gucken, irgendwo muss hier die Szene kommen. Noch nichts. Immer noch nichts. Und da kommt angeschlagen, aber das war auch nichts Doses. Ja, wo ist es denn? Wieder eingeschlagen? Ja, aber alles noch nicht so wild. Wo kommt jetzt der große Bock? 20 Sekunden müssten doch schon um sein. Kommt der Bock hier jetzt da? Ja, dann muss es jetzt hier passieren, ansonsten haben wir eine optische Täuschung. Ja, eine optische Täuschung. Oder er fährt jetzt hinten geradeaus. Gartringer ist auch wieder vorne auf 25, also das ist nicht so. Das war noch erstmal wieder ein Anzeigebug sozusagen in unserem Timing. Ja, dann kommt Info-Nachtrag, die Grenze haben die Plätze getauscht. Ja, das ist aber schon in der ersten Runde passiert, lieber Harald. Ne, gerade nochmal, während wir das Replay hatten. Ja, dann haben sie aber hin und her gewechselt. Und da muss der Moritz einen leichten Bock gehabt haben, weil der Moritz war schon auf Platz 3. Die Frage ist nur, ob die sich gegenseitig wehtun oder nicht. Das ist die Frage. Wobei ich ja eigentlich auch zu den Grenzen unbedingt wollte, sondern eher zu dem Onkel Alexander Riedel, der ja da hinten mal wieder das Feld sammelt. Ja, und wieder mal Probleme kriegt von hinten. Ja, in Form von Phil Hildebrand. Da wissen wir ja, der hat ja vorhin eine ziemlich gute Performance hingelegt. So, nächster Ausfall. Na, komm an. Mal kurz abwarten, dann versuchen wir das auch einzufangen, was da mit dem Jörg passiert ist. Riedle, hier haben wir nur noch im Bild. Jörg Komani ausfallen, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, warum.
Da hat er es hinter die Leitplanke geschafft. Würde ich sagen. Ja, und da hat er dann gesagt, bringt nichts mehr, da komme ich niemals zurück. Na, es sind kurz alle Autos hier verschwunden, da sind sie wieder. Ja, alles gut. So, Scheuerle, den Platz gegen Jirak verloren, das würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Sorry, wenn wir im Moment so viel hin und her springen, aber... wir ja, da gibt es einfach einen Dreikampf. Wenigen Überholmanöver an, die es hier gibt in Monaco. Jirak, wo ist der vorbei? Ich habe mal den Verdacht, das könnte jetzt in der Löwskorre passieren. Jawohl. Hier kommt's. Ja, da ist er schon vor der Löwskorre irgendwie vorbei, wie auch immer er das gemacht hat. Hat man nicht so richtig gesehen im Bild. Gantringer fällt wieder am Platz zurück, zwei zurück. Hat es dann nochmal irgendwas getan? Wollen wir mal gucken, das ist jetzt der Mist. Ja, genau, die beiden Plätze verliert er. So, da wollen wir gucken hier, ob wir es kriegen. Das ist Ribley. Angeschubst. Und angeschubst umgedreht. Und umgedreht. Wir haben zwar nicht direkt getroffen, aber immerhin. So, und Hildebrand, der läuft jetzt auf Riegel auf und Riegel wiederum auf Schmidt. Und von hinten kommt jetzt ja schon der andere König. Andere König, vorhin ja souverän. Jirak und Blech, da wird es sehr ernst. Und Platztausch. Also hier kommt man nicht zur Ruhe. Richtig, und Blech fällt zurück. Noch ein Platz. Ja, wir gucken es uns an. Also, auf dem Kollege her, da hat es hier den Eingang verrissen. Und da hat er die Karre schön krumm gefahren. Jetzt fährt er den anderen da im Zeitlupenmodus. Ja, vor allem auf der Ideallinie rum. Da kriegt er einen sanften Tritt oder sah das nur so aus? Ja, jetzt stellt er fest, dass sein Auto nicht mehr einlenkt, weil nämlich die Frontstoßstange komplett weg ist. Beziehungsweise der Splitter und der Lampe, die Lampe und alles Mögliche. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir kümmern uns jetzt trotzdem mal um die Spitzengruppe. Hildebrand, Riede und dahinter André König. Also das wird jetzt wahrscheinlich hier eine ziemlich heiße Kiste die nächsten Wochen werden. So, schnellste Runde jetzt für Patrick Müller, aber nee, falsch. Die schnellste Runde hält momentan Moritz Kranz mit 1,33,4. Hildebrand studiert Linie von Riede. Ja, hinten gab es jetzt wieder Blech. Nee, das war der Marco. Blech ist raus. Ja, den auch nicht. Der ist in der Box, ja. Ja, das war nach diesem Abflug da jetzt. Genau, Ehren, genau. Da musste da wahrscheinlich was machen. Irgendwelche Anbauteile von da anbauen. Jetzt zieht natürlich das gesamte Feld an da vorbei. So, und vorne werden die Abstände zum Glück noch nicht allzu groß. Nee, also hier tut sich das ganze Feld langsam sammeln und auch Moritz Kranz läuft jetzt auf Sascha Lestrange auf. Da werden wir mal kurz hingehen und das Ganze mal beobachten, wie eng es da zur Sache geht, wobei es auch nicht enger als dahinter das. Ja, aber die Spitze ist insgesamt eine Sekunde weg zwischen Platz 1 und 3. Da ist Pfeffer drin. Du sagst, da ist Pfeffer drin. Ja, da wird was machen. Ja, also das sind schon jetzt muss man halt irgendwie sehen, dass irgendeiner mal irgendwo einen Fehler macht. Aber das Schlimme ist halt, wenn dir ein Fehler passiert beim Vorausfahren, kann das aber auch ganz böse enden. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schön. Beziehungsweise wünscht man sich eigentlich die Fehler gar nicht so. So, wir gucken jetzt mal hier die ganze Spitzengruppe an. Für alle kommen Hildebrand wieder an der Rübe dran, weil schön zu sehen. Da hinten, die fahren alle in Respektabstand rum. Dann kommt wieder ein kleiner Klumpen. Genau, und dann wieder mal ein Abstand. Da haben wir fast das ganze Feld passieren lassen. Wir konzentrieren uns wieder auf die Spitzengruppe. Die zwei, nee, das ist jetzt der Müller, Lestrange, Kranz und nochmal Kranz. Dann eine leichte Lücke, dann Schmitz, Riegel, Hildebrand und König. Ja, zwei schicke Viererpacks.
Das war jetzt aber auch schon sehr grenzwertig vom Sascha, die Schikane. Aber das Lustige ist halt, wenn man da richtig drüber meißelt, über diese Hafenschikane, ist man meistens am Ausgang so langsam, dass der Gegner aufholt. Das heißt, das, was man gekürzt hat, wird man danach gleich wieder abgeben. Ja, jetzt gucken wir mal. Die Grenze ja für eine wilde und späte Bremsung in Raskas bekannt. Ja, titscht schon wieder weg bei Mac. Aber sehr, sehr eng hier das Feld. Deutlich enger zusammen als im ersten Lauf an der Spitze. Da konnte sich ja der Herr König gut absetzen. Der muss Fehler gemacht haben. Da müssen wir gucken, was da passiert ist. Weil der hat jetzt doch den einen oder anderen Platz verloren gerade. Jawohl, auf 14. Ist auf 14 zurückgefallen, genau, der war ja irgendwo vor bitter. Den Top 7. Ja. Ja, das ist natürlich... Hafenschikane, etwas vertan und dann auch noch hängen geblieben. Ja, hängen bleiben tust du mir Porsche eigentlich nicht, der wird sich nur in Richtung stellen, dass er ordentlich wieder ausfahren kann, ohne dass und er da irgendjemand die, Karre. Die Bredouille bringt. Ja, das war auf jeden Fall jetzt ein Satz mit X. Und da haben wir die versammelte Mannschaft wieder. Jetzt nur noch ein 7er Pack, kein 8er Pack mehr. Ja, aber ich glaube, die hintere Gruppe schließt langsam auf die Führungsgruppe auf. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer da diese Position bis zum Schluss rettet. Beziehungsweise den einen oder anderen Platz noch gut machen kann. Also Lestrange und Muller sind sehr eng zusammen. Da könnte jetzt in den nächsten Kurven dann doch was passieren. Ja, und schon sind sie wieder weiter weg. Jetzt haben die beiden Grenze Spaß mit dem Sascha Lestrange. Ja. Jawohl. Uiuiui, Raskas. Auf jeden Fall, wenn man da in den Rückspiegel guckt, da guckt man am besten dran. Also besser ist man guckt nicht hin. Weil, so viele Autos, es gibt ein kein gutes Gefühl. Da sieht man, wie der springt, der Moritz Kranz, über den Curb. Ja, aber das Auto bleibt in der Spur, das ist ein Zeichen, das Fahrwerk ist gut abgestimmt. Auf jeden Fall hier die Stadtkönige. Boah. Unglaublich. Genau, auf jeden Fall. Und Zeit. Fehler! Das muss man nochmal angucken. Oh, das guckt man in Replay an. Was ging ich? Da ist der Sascha Lestrange dann doch arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Fällt jetzt auch weit zurück. Und Sebastian Schmitz fällt ebenfalls zurück. Ja, der hing ja da, glaube ich, noch drin in dem Sascha, wenn ich das ja, im der hat den, glaube ich, noch touchiert. Da ist der Ärger groß. Gab es hier eine Berührung oder nicht? Das ist hier die Frage. Er hat, ja, hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Wow, das wer war das aber, denn jetzt? Wen hat's denn da noch mit aufs Dach gelegt? Das sieht man nicht. Wer liegt denn da noch auf dem Dach? Das müsste der Thomas Wickler, kann das sein? Ich weiß es nicht, wen das da... Ich denke Thomas Wickler. Wir gucken noch einmal rein, ob es der Thomas war. Moment. Wir müssen erst warten, bis das ganze Feld sich hier irgendwie sortiert hat. Das ist Blech. Wickler, 31 könnte das sein. Ja, Thomas Wickler war das. Nee, den hat es woanders weggeschmissen. Ja, warum er hier alle ins Rückwärts hochfährt, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, das war auf jeden Fall Thomas Wickler, der da in Mitleidenschaft und Lestrange hat noch ein paar Plätze verloren. Ah, der hat einen Platten oder was? Sieht so aus, als wäre das Auto doch... mehr kaputt. Und Sebastian Schmitz ebenfalls auf 15 zurückgefallen, der hat das Auto auch kaputt. Der muss die gehen beide in die Box. Also die haben sich jetzt bei dem Unfall doch ordentlich wehgetan. Und vor allem Lestrange hatte ja schon im ersten Rennen dieses große Pech. Ja, aber im Moment vier Leute in der Box. Schmitz, Bonaventura, Neumann und Lestrange. Richtig. So, und vorne ist momentan, nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte auf Michael Bräutigam, der hängt nämlich den Philipp Schmitz im Getriebe. Das heißt, hier bildet sich auch gerade wieder eine Dreiergruppe. Ja, schade, das hat die ganze Führungsgruppe etwas auseinandergetreten. Ja, vor allen Dingen ist das jetzt doch ziemlich schmerzlich für einige Teams. Ja, verlieren hier fast eine Runde. Vor allen Dingen die in der Meisterschaft ja auch ziemlich vorne mitfahren. Ja, und da ist Sebastian Schmitz auch in den Top 5 mit dabei.
Ja, für, ich meine, gut, um Kors Farnbacher sieht es ja noch gut aus, aber um NF Racing, die haben doch heute wirklich ja, einen schwarzen Tag. Das kann man so sagen. Wo es aber heute eigentlich relativ gut läuft, ist eigentlich bei den zwei Kranzbrüdern, wobei der Moritz-Kranz momentan auch noch auf Platz 8 liegt. Durch diesen Zwischenfall hat es ja da auch ein bisschen mit involviert. Unbeabsichtigt oder mit beabsichtigt, das weiß man nicht, ob er da den Sascha hinten eine mitgegeben hat. Das kriegt man wahrscheinlich dann nur in der genauen Auswertung nach dem Rennen raus. Ja, auf jeden Fall, wer im Moment wieder von diesem ganzen Dilemma profitiert hat, ist André König, der mal still und heimlich von Platz 10 bis auf Platz 4 vorgefahren ist und damit sich anschickt, heute den Dachessieg einzufahren. Ja, eindeutig. Und er holt auch deutlich auf den Phil Hildebrand und das ist ja auch nicht ein langsamer. Zweikämpfe momentan haben wir eigentlich nur den Chris Eisold, da kann man mal hingucken. Ja. Doch, ist noch Zweikampf. Aber sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, was die zwei hier veranstalten. Peter Neuendorf und Chris Eisold. Und Ja. ja, also Eisold scheint sie nicht so mit dem Banden zu haben. Dementsprechend konzentrieren wir uns lieber wieder weiter vor. Lestrange, Bonaventura und Neumann ausgefallen. Oh, Lestrange hat abgestellt, der wird sich gesagt haben, gut, Auto nicht mehr wirklich reparabel. Ja, ebenfalls wie in Lauf 1 Phil Rose auch raus. Also eine richtig brachiale Anfangsphase hier im Lauf 2. Richtig. So, und die engsten Duelle haben wir jetzt hier im Bild, wobei die Jungs doch sehr, sehr viel mit Vorbande fahren. Also das sieht schon fast ein Ja, bisschen da wild sehen wir aus. schon wieder, kriegt der Gattringer einen rein und da dreht er sich sofort rum. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt unschön gelaufen und wir konzentrieren uns einfach auf den Michael Bräutigam, der sich hier auf die Verfolgung macht. Momentan ansonsten die Abstände ziemlich groß. Christian Wilms jetzt ausgefallen durch diesen Delikt. Ich denke mal, da wird es jetzt auch ordentlich in Form gleich zur Sache gehen. Weil das sah doch schon ein bisschen wild aus, was da passiert ist. Moritz Kranz, schnellste Runde, 1:32.788. Waren jetzt alle ein bisschen wilder im zweiten Rennen, habe ich so das Gefühl. Also wahrscheinlich ist jetzt diese ganze Thematik, ja, erstmal Punkte sammeln vorbei. Ab jetzt ist die Attacke eingeleitet. Und das ganze Feld hat sich relativ weit auseinandergezogen. Ja, Sebastian Schmitz schickt sich jetzt an, den orange-weißen Piranha-Porsche von Jürgen Gartringer aufzumischen. Ja, das ist auch das einzige Duell, was wir momentan richtig haben. Außer Ja, also Sebastian Schmitz möchte dann doch noch die Kohlen aus dem Feuer holen, für sich persönlich noch ein paar Restpunkte einsammeln hier. Im Moment hat er gerade mal 3 Punkte auf dem Konto mit Platz 23. Gibt der Punkte bis Platz 25, da gibt es noch einen Punkt. Ab Platz 26 geht man leer aus. Ja, und er hat fast das Auto weggeworfen auf dem hohen Curb. Hat nicht Wobei, das Setup von den Moritz-Brüdern, von den Kranz-Brüdern. ich gehe trotzdem zu Michael Bräutigam, der war nämlich eben schon wieder am Getriebe hinten dran. Von dem Sebastian, seinem Bruder, dem Philipp. Hat aber irgendwo schon keinen Bock eingebaut. Aber ich glaube, Bräutigam, das ist das, was jetzt in den Top 10 wohl am heißesten zur Sache geht. Und Bräutigam kämpft aber auch ordentlich hier mit dem Auto. Ja, und Schmitz vorbei an Gattringer, sage ich nochmal so nebenbei. Und was ist Ja. da? Der Farnbacher Porsche bleibt da an der Wand hängen. Philipp Schmitz hat ein Problem im Auto. Mal gleich, jetzt gucken wir uns erst nochmal das Überholmanöver an. Philipp Schmitz fällt weiter zurück. Er lässt ihn, glaube ich, vorbei. So, Philipp ich würde Schmitz auf sagen, 9. der Sebastian ist einfach vorbeigelassen worden. Wir gucken Ja, jetzt ein. Philipp Schmitz auf 11. Da gibt es ein heftigeres Problem. 12. Das wird nicht so lange, wie der durchgereicht wird. Ja, 15, Ja, vergiss es, jetzt 16. ausgefallen. Jetzt können wir höchstens mal gucken, ob wir da auf 16 kriechen. Kriechen wir aber nicht. Das Na, das ist Problem ist, abgewitzt. solange wie das. 17. Ja, Harald, das wird Ja. nichts. Solange wie der durchgereicht wird, können wir den niemals anwählen. Deswegen tun wir da einfach einen Strich drunter setzen und konzentrieren uns vorwärts Richtung Daniel Scheuerle, der nämlich momentan auch hier in einem schönen Dreikampf involviert ist. Vor sich hat er den Alex Humler und dahinter den Julian Dauber. Und das ist im Moment so das Engste im ganzen Feld.
Mikrofon bei dem Philipp kann man ja im Nachhinein sich mal schlau machen, was da genau passiert ist. Ja, hier das der Dreikampf. André König hat gerade noch einmal sich persönlich zeitentechnisch verbessert. Markus Jerak hat gerade Dennis Rapp gewitzt, beziehungsweise geht das gerade hin und her. Wir gucken mal, ob wir das gerade kommen im Replay, was da genau passiert ist. Also die zwei haben gerade zweimal einen Platz getauscht. Außer jetzt kann der Rappewitz jetzt den Markus Jerak angreifen. Ja, da tut er doch überraschenderweise sich außen vorbeisetzen, verbremsen sich beide. Uiuiui, also das war jetzt... ja, aber da hat der Markus selber eingesehen, das war nicht so, wie es sein soll. Hat dementsprechend den Kollegen wieder vorbeigelassen. Jerak jetzt blau in der Box. Also Jerak ist jetzt auch in die Box. Wahrscheinlich hat er dabei einen Reifenschaden erlitten bei der ganzen Aktion. Und Scheuerle kämpft und kämpft, will irgendwie an dem Alex Hummler vorbei. Ja, auf der Suche nach Duellen bin ich gerade hängen geblieben an dem Elmar Erlekotte, der auch nach und nach an Marco Saupe rankommt. Vorne hat es gerade ordentlich gescheppert. Das versuche ich jetzt mal im Replay einzuholen. Ich muss noch gerade gucken, wo der Hildebrand jetzt rausgekommen ist. Der ist in die Box gefahren. Ja, oh, ja. Das Auto kommt. Replay. Ui. Das ist der Hafenschikane, Eingang total verrissen. Wow. Und hat dabei, wen hat er dabei noch mitgenommen? Wer war das? Kirstädtler? Ja, ich glaube schon. Moment, schau mal. Weiß nee, den nicht. André König. Wobei, der fährt ja eigentlich noch rum. Gucken wir mal. Jedenfalls ja. War das irgendein Fastlane-Auto, was er da ordentlich ja, mit rosa hat. Spiegel. Ist der André König. Ja, auf jeden Fall die Ausfallliste aktuell ziemlich, ziemlich lang. So, Erlekotte an Saube dran. Die sind hier gerade im direkten Duell, Erlekotte dahinter, Sauber davor. Und zur Thema Ausfallliste zu sagen ist, dass Jerak und Tobias Robin in der Box sind, doch ein Diebenbock gerade in der Box war und ausgefallen sind in der Zwischenzeit einige, nämlich Philipp Schmitz, Christian Wilms, Daniele Bonaventura, Sascha Lesterange, Mike Neumann, Thomas Wickler, Phil Rose, und Jörg Romani und last but not least Felix Abelt. Die zwei sind ja gleich am Anfang sozusagen ausgefallen. Ja, Erlekotte an Sauber. Will Erlekotte beweisen, dass die NF-Jungs heute doch noch hier was zu leisten imstande sind, nachdem sie ja bis jetzt... Ja. Zum Rutschen hat. Sind sie imstande. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so das Meisterwochenende von NF Racing. Ja gut, ich denke mal, Monaco ist auch so eine Sache für sich. In Monaco muss man sich wohlfühlen und das sieht momentan so aus, als wären die Kranzbrüder am ausgeglichensten von allen. Zumindest was das Teamergebnis angeht. Ja, der Piranha Racing Porsche ist in der Box. Wobei Jürgen Gattringer hat auch was am Fahrzeug reparieren lassen. Wobei man dazu sagen muss, dass Fastlane 1 mit König und Städtler ja momentan auch ziemlich gut liegen. Oh, da hat es der Elmar verrissen. War ein bisschen zu schnell am Kurveneingang. Hat mit Vorbande trotzdem irgendwie nicht so viel Zeit verloren. Ja, auf jeden Fall die Fastlane 1 Jungs, König und Städtler momentan auf 3 und 4, denke ich mal, ist auch ein ziemlich gutes Ergebnis. Ja, die werden damit einen schönen Sprung machen, mit den Richtig. Punkten, die sie einheimsen. Auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich auf NF ziemlich aufholen. Ja, und der Patrick Muller macht hier den André König. Der fährt nämlich einzig relativ solide allein vorne rum. Zwar nicht ganz mit so einem riesen Abstand, aber der Felix Kranz kommt auch nicht näher. Ja, ich wundert nur. Ach ja, Moritz Kranz hatte ja praktisch, war ja in diesem Zwischenfall mit den Sascha Lestrange involviert. Was da eigentlich ja ziemlich hart getroffen hat.
Aber das ist halt Monaco, also wenn da einer irgendwie ein Problem hat oder querkommt oder einschlägt und man ist direkt dran, und das ist ja meistens so beim Porsche Cup, dass man direkt im Gedränge fährt. Oh, ich muss übrigens gerade korrigieren, Fastlane 1 hat mir gerade Jörg Kormani gesagt, ist nämlich der Jörg Kormani und der André König. Götz Stettler fährt alleine, also der ist ein separates Team. An der Stelle nochmal Korrektur und sorry. Uiuiuiui, da war aber jetzt Morgs. Ja, immer wieder die Außenbande, also wahrscheinlich ist er der Meinung, dass das die schnellere Linie ist. Ich weiß es nicht. So, um vorne, wir müssen nach vorne. Also Kranz ist jetzt direkt dran. Oh, warum schaltest du denn nicht um hier? Der Kranz war direkt jetzt an Müller dran. Ja, wird Müller einen Fehler gehabt haben. Die oder Kranz eine Wunderrunde. Die müssen sogar nebeneinander gewesen sein nach meinem Timing. Und jetzt hat es gerade den Thomas Kinder, glaube ich, hinten etwas zerlegt. Jawohl, der verliert immer noch mörderlich Zeit. Aber wir bleiben hier mal an der Spitzengruppe. Hier geht es um Platz 1. Und Phil Hildebrand den Platz an Dennis Rapkiewicz verloren. Und wieder zurückerobert. Ich wundert jetzt nur, dass der André König momentan nicht aufholen kann. Weil der und Rapkiewicz hat auch einen Fehler gemacht. Aber bei König könnte es auch sein, dass der vorhin bei diesem Delikt unten im Hafenbereich das Auto leicht beschädigt hat und das nicht mehr ganz so zügig unterwegs ist. Der Sebastian Schmidt wird sich den Rapkiewicz jetzt kaufen. Er ist nämlich langsam unterwegs auf der Strecke. Ja, wir bleiben trotzdem hier, um das Ganze ja nicht zu verpassen, was jetzt gerade hier im Kampf um Platz 1 passiert. Ja, und je mehr sich die da vorne kebbeln, wird sich der André König freuen. Der holt nämlich auch auf in Riesenschritten. Sehen wir jetzt auch hinten. Ja, langsam kommt er näher. So, reicht das für einen Versuch? Nein, noch nicht nah genug dran. Ja, der Felix wird jetzt erst einmal versuchen, den Patrick unter Druck zu setzen, dass der Patrick anfängt, richtig Fehler zu machen. Da haben wir Fehler hier in Monaco. Können manchmal auch tödlich für das Auto enden. Rapkiewicz an der Box angekommen. Hier ist jemand lang unterwegs, das sah mir aus wie ein Fastlane-Auto. Wer ist denn die Startnummer 27 vom Fastlane? Jawohl, das ist der Stefan Teigler. Stefan Teigler. Okay. Da hat aber jetzt der Felix ordentlich zu kämpfen gehabt. So, Peter Neundorf verliert den Platz gegenüber Chris Eisold. Ja, das ist jetzt leider durch den Quersteher leicht. Hier ist gerade Action. Das gucken wir uns noch im Replay an. Das ist nämlich Scheuerle gegen Hummler. Hummler voraus, Scheuerle dahinter. Da gab es gerade kurzzeitig einen doppelten Platztausch. Hummler ist aber im Endeffekt, ohne euch die Spannung zu nehmen, wieder vorne. Jetzt gucken wir mal, wie es zu diesem Doppelwechsel kam. Da hat Quergekommen beim Rausbeschleunigen. Ausgang nicht richtig erwischt, jawohl. Jetzt ist er aber wahrscheinlich auf der Außenbahn etwas zügiger unterwegs, genau, und kann sich wieder davor setzen. Sehr schön, sehr sauber, sah gut aus. So, ja. Hat er Rapkiewicz raus und Marco Blech in der Box. Ein zweites Mal. So, und König ist jetzt dran. Jetzt ist er dran. Die Frage ist, ob er das Risiko eingeht, hier wirklich Attacke zu machen, weil mit dem Platz 1 im ersten Rennen würde es rein theoretisch reichen, jetzt im zweiten Rennen P3 und damit den Dacher-Sieg einzufahren. Weil beide, die vor ihm sind, die waren im ersten Rennen nicht so stark unterwegs. Ja, ungefähr ein Drittel des Feldes ausgefallen bis jetzt. Und ja, wird langsam wieder enger nach vorne. Ja, ich denke mal, der andere wird jetzt einfach hier ein bisschen Druck ausüben und hoffen, dass irgendwie einer von den beiden da vorne den Fehler einbaut und vielleicht doch den Doppelsieg. Wobei, also wenn man im Porsche Cup in Monaco einen Doppelsieg einfährt,
dann ist das schon eine Wahnsinnsleistung aus dem ganz einfachen Grund. Du musst das mal von 10 wieder auf 1 kommen. Ja. Beiden Rennen. So sieht es nämlich aus. Aber ich meine, selbst P3 ist jetzt schon eine wahnsinnige Leistung von dem André, der sukzessive sich aus allem rausgehalten hat und trotzdem in Position gebracht hat. Heute Nachmittag oder beziehungsweise heute im Training, im Freien, sah das noch nicht so aus. Da hat nämlich der André. Und das fährt ein langsames Fahrzeug. Ja. Ja. Hat nämlich der André erst einmal ausgelotet, welche Leitplanke wo ist. Und hat doch dem Fast, dem Porsche, ordentlich Bräutigam in der Box einiges mitgegeben. Ja, Bräutigam in der Box. Was ist da los? Jetzt gucken wir mal, ob wir den Michael kriegen im Relay. Da ist doch einiges an der Karre kaputt. Vorne fehlt's, hinten ist beschädigt. Oh, doch, da hat der da hat das richtig getan. Ob wir da noch den Entstehung sehen, ich wage es zu bezweifeln. Ne, da war er schon kaputt. Oh weh, da hat es eine Kollision gegeben. Ne, ja, da war er auch schon kaputt. Ja, das heißt, ein Zusammenfalten des Cup-Porsches in einzelnen Etappen. Das heißt, er hat wahrscheinlich den Hinterreifen geschlachtet. Und der ist gar nicht in die Box gefahren, der ist jetzt immer noch auf der Strecke mit kaputtem Auto. Der war in der Box, der Hinterreifen ist ganz. Du hast es ja okay gesagt, dass er in der Box war. Nur vorne fehlt es noch. Richtig. Und wahrscheinlich wird die Stoßstange erst gar nicht wieder angebaut. Lässt sich natürlich dann nicht so toll fahren, aber ist nun mal so. Ja, wir gehen wieder in die Spitzengruppe. Buller, Kranz und König. König momentan der Jäger. Jetzt kommen da unten gleich die nächsten Überrunder. Oder die ja, da wird es wieder ein bisschen wilder. Hier hinten auf Platz 4, das ist der Göhstädtler. Und Erlekotte und Saupe direkt nebeneinander. Können wir mal gucken. Erlekotte auf 8. Ja, da werden wir auch was erwarten. Ja, das beobachten wir einfach mal, ob es da zum Platztausch kommt. Mein vorne tut sich gerade ein bisschen entspannen. Das heißt, wir können hier ruhig auf den Elmar und den Margot drauf bleiben. Auf jeden Fall, wer heute sehr unauffällig ist, aber trotzdem sehr gutes Rennfeld, ist der Göhstädtler. Also so ganz still und heimlich hält er sich aus allem raus und ist hier auf Platz 4 jetzt schon angekommen. Ich denke mal, das ist dann die Abgedroschenheit und die Erfahrung, die hier mit reinspielt. Oh, da gibt es vielleicht Kontakt. Einer mit. Ja, ungefähr denselben Text zum Göhstädtler hatte ich im ersten Lauf. Oh, also wir haben den Sieg verpasst vom Patrick. Ist das ein Skandal? Warum sind hier die 20 Runden schneller um als im ersten Lauf? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also das tut mich jetzt selber überraschen. Da gucken wir uns einfach das Finale an. Auf jeden Fall Patrick Müller vor Felix Kranz und André König, gefolgt von Göhstädtler, Moritz Kranz, Alexander ja. Riedl, Marco Sauber. Und Elmar Erlekotte hier im Bild. Ja, die sind noch nicht drüber, die kommen jetzt erst hier. Und jawohl, haben jetzt 7 und 8 sicher. Genau. Ja, also, dann verbleibt die Gratulation. Das war jetzt, an dieser Stelle tun wir uns schon mal entschuldigen. Das ging alles was fix in dem Rennen. Da war deutlich mehr los als im ersten. Ja, es und gab das war ja auch nicht von schlechten Eltern. Richtig, es gab auf jeden Fall mehr Zweikämpfer. Auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle an den Patrick Müller, der das zweite Rennen sich entscheiden konnte. So, Harald, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder. Jawohl. Und ich bereite derweil mal den Stand vor, dass man dann den Gesamtüberblick haben. In der Zwischenzeit gucken wir uns einfach mal das schöne Video an und bin gleich wieder da.
affections, low self-esteem, lots of directions. If you push them aside, see your complexion, you can visibly see it needs correction. You can't take advice, so never listen. Your stubborn ways push out your mission. It's now no surprise you never mend your ways. A self-justifying mission every day. So, Palim, Palim, wir sind zurück, die Kabine ist voll. Es hat sich viel getan in den letzten anderthalb Minuten. Ja, womit fangen wir an? Wer möchte zuerst? Den Tagessieger würde ich mal vorschlagen. Ja, der Tagessieger ist nicht schwer zu erraten. Wer hätte es gedacht? André König hat den Titel mal wieder gewonnen. Ja, ich glaube aber, dass er heute... Doch, er ist da. Ach, da ist er ja. Hallo, André. Natürlich. Glückwunsch. Jo, erzähl danke. Was. Deiner ja, erstmal, ich heiße Angie oder mein Name wird Angie ausgesprochen. Ja, kannst du dir aussuchen. Ja, nee, also geklappt, vierte Pole in Folge. Hatte ein paar Schwierigkeiten im ersten Rennen, weil ich nach dem Tunnel in der Schikane innen hängen geblieben bin und mich gedreht hatte. Und ja, in der letzten Runde noch ein Reifenplatzer, weil ich über ein Teil rübergefahren bin im Tunnel. Aber ja, konnte den Sieg nach Hause fahren, ersten Rennen. Ja, super geklappt. Im zweiten Rennen konnte ich halt profitieren durch die Unfälle, die da halt waren auf der Strecke. Und ja, war ein perfektes Wochenende. Oder fast perfekt. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich sage Glückwunsch mal so. Noch an die anderen. Mit auf dem Podium waren. Also waren extrem stark wieder die Leute unterwegs. Also ist echt ein Highlight hier. Also da fällt mir nicht mehr so ein. Es war ein starkes Wochenende. Der. Dein indirekter Teamkollege hat nämlich dann auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung, ist heute aber nicht vor Ort. P3 haben wir einen der Grenze sozusagen, nämlich den Felix an dieser Stelle. Felix, du hast das Wort und Glückwunsch von meiner Seite. Ja, danke schön und Glückwunsch an die anderen. Ja, Quali war ein bisschen, ne, viel Betrieb. Renn 1, ja, war so lala. Renn 2 war deutlich angenehmer, oder deutlich mehr Spaß gemacht. Ja, wurde am Ende dann noch ein bisschen haarig, weil es dann alles ein bisschen enger wurde, aber hat dann zum Glück noch gereicht, ich habe die Karre nicht weggeschmissen und puh. Ja, Harald, da würde ich ja, mal sagen, hast du das Wort. Ich bin begeistert, ja. Dann fangen wir mit den kleinen Highlights nach der Wochenendwertung an, und zwar hat der Sieger des zweiten Laufs
der auch souverän von Pol losgefahren ist, sich den Sieg hat nicht nehmen lassen, trotz Druck von hinten. Patrick Muller, guten Abend. Dankeschön, hallo, guten Abend. Also es war wirklich Hammer. Im ersten Rennen war ich immer so auf 10, da habe ich mich gedreht, und dann kam der Thomas vorbei und dachte mir, nee, Junge, den 10. Platz, der gehört mir. Ich habe mich dann auch so vorbeigewurschtelt. Und ja, das Ziel war halt Pole fahren im zweiten Rennen, weil man gesehen hat, dass man eigentlich gar nicht überholen kann. Und der Start wurde ein bisschen haarig mit dem Sascha, der war nicht neben mir, aber ich gab halt nicht nach, so was ich am besten kann. Und ansonsten war es halt richtig Druck, weil die hinten sind erstmal sau viel schneller. Erstmal die ganzen Hotlapper, die 2 Sekunden eigentlich in der Bestzeit schneller sind. Mich wundert es immer, dass ich im Rennen dann überhaupt so mithalten kann. Aber, ja, gut, dann wurde es halt echt wirklich haarig, weil ständig sich jemand vor mir gedreht hat. Dann sind wir den Marco Blech gemeinsam rein, oder ich zumindest. Und der Felix wird dann rein und, boah, also es war wirklich sehr viel Betrieb. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich bei diesem krassen Feld gewonnen habe. Echt Hammer. Ja, hervorragend. Es war, wir hatten viel zu sehen. Eindeutig, Monaco hat das gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Vielleicht können wir die so kleine Randgeschichte noch aufklären. Vielleicht hat uns der Michael Bräutigam noch zu erzählen, was er denn da bitte schon gemacht hat kurz vor Schluss beim zweiten Lauf. Er hat nämlich das Auto in Etappen wirklich arg zerstört. Ja, vor allen Dingen muss man dann auch für den zweiten Platz im ersten Rennen gratulieren. Ja, Micha, langsam ist mit Tiefstapeln zu Ende. Erzähl mal, was der Harald da wissen will. Ja, also danke erstmal für die Glückwünsche zu Platz 2. Das war wirklich, also es hört sich jetzt wieder nach Tiefstapeln an, aber ich habe wirklich nur eine Stunde vorher trainieren können hier. Ich profitiere immer noch davon, dass mir der Markus da für Brünn ein richtig gutes Setup gegeben hat. Oder die richtigen Kniffe verraten hat. Deswegen kam ich dann jetzt auch relativ schnell zurecht. Ja, im Quali P3, im ersten Rennen P2 war super. Im zweiten Rennen habe ich dann gesagt, gut, überholen kannst du nicht. Deswegen aus allem raushalten. Das lief auch ganz gut bis 3 Runden vor Schluss. Da war ich dann 5. Ich glaube, damit wäre ich sogar Tabellenführer gewesen jetzt. Ja, und dann kam jemand vor mir aus der Box gefahren und kam immer weiter und immer weiter rüber und ich war dann irgendwann so weit links, dass ich auf einer Linie war, wo ich noch nie angebremst habe und ja, dann kam es so, wie es kommen musste und ich bin dann ausgangs der ersten Kurve links angeschlagen und hatte den linken Hinterreifen platt. Ja, dann halt versucht zurückzukommen, Reifen gewechselt, in der letzten Runde noch einen überholt, wenigstens noch 9 Punkte geholt für den 17. Platz, aber ja. War halt da ein bisschen unglücklich gelaufen. Die 13 Punkte, die, glaube ich, fehlen am Ende. Ja, auf jeden Fall denke ich trotzdem, dass das in Ordnung hier geht. Auch mit diesem leichten Dächtelmächtel. Ein was kann man sagen, nach diesen heutigen Szenen, die teilweise zu sehen waren von Autos auf dem Dach und Autos hinter Leitplanken. Ja, und es gibt ja auch noch ein Streichergebnis. Ja, außerdem kann ich euch versprechen, das nächste Rennen am 18.09. in Portimão hat dann wieder sehr viel Auslaufzone, sehr viel mehr Möglichkeiten zum Überholen. Und ich würde sagen, lieber Harald, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns ziemlich drauf. Es war auch jetzt wieder spannungsvoll, ja, mit unerwarteten Zwischenfällen. Ein Traum, wie bis jetzt der ganze Verlauf der 8. GPTC-Saison. Ihr wisst, was ich meine. Es war uns ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Genau. Tschüss.